Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 399. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti. Gute und Grüße. Der Duke, also known as Dennis. Ja, servus, hallo. Duke. Der Marvin. Hallo, gute. Und wir haben heute noch eine Gästin, nicht wahr? Auf jeden Fall, zum allerersten Mal dabei. Ich freue mich, dass du da bist. Man kennt sie, sie ist die Social-Media-Reporterin, unter anderem von Fußball 2000. Zum allerersten Mal jetzt endlich im Eintracht-Podcast dabei. Patricia, hallo. Hallo. Sehr schön, dass du die Zeit hast und heute ja, freut mich. Über Fußball reden willst. Die dringendste Frage, die mir spontan einfällt, haben die Witze von Philipp Hofmeister irgendwelche Folgeschäden? Kannst du da schon irgendwas zu sagen? Bisher hält sich das in Grenzen, aber vielleicht merke ich es auch einfach selbst nur nicht. Okay. Es steht noch aus. Okay, gut. Dann werden wir da zu gegebener Zeit später im Jahr vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht kommt es zu später Stunde. Wir müssen mal gucken, wie der Tag heute noch wie läuft. Wie der Tagesverlauf ist. Ja, also wir haben auch heute wieder Dummschwitze auf der Liste, liebe Hörerinnen und Hörer. Und der ein oder andere könnte schon zu gewissen Reizsituationen führen. Dazu später allerdings mehr. Jetzt wollen wir aber erstmal über das Eintracht-Spiel vom vergangenen Wochenende sprechen. Das hat auch zu gewissen Reizsituationen geführt, allerdings eher auf erfreulicher Seite. Wir haben gespielt gegen den Big City Club, die Hertha aus Berlin, mit 5 Änderungen in der Startelf. Da Costa durfte sogar von Anfang an ran, glaube es oder auch nicht. Und am Ende stehen da tatsächlich 4 Tore für die Eintracht. Ich bin immer noch total fasziniert. Ich habe mir die Tore mehrmals angeschaut und ich bin immer noch total fasziniert, dass es das tatsächlich gibt. Wie ging es euch nach dem Spiel? Patricia. Also mir ging es ganz gut, da mein Freund ja auch Hertha-Fan ist. Und, das war sehr angenehm für mich. Es ist die letzten Male nicht so glimpflich ausgegangen. Da war er eher der gelacht hat. Aber ja, mir ging es ganz gut. Ich habe das auch sehr entspannt verfolgen können, obwohl ich erst auch so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass es in die falsche Richtung geht. Also in der ersten Halbzeit lief es, finde ich, nicht so gut. Es war ein bisschen holprig, viele Fehlpässe, aber von beiden Seiten. Da hatte ich ja so ein bisschen Angst, dass das so ein typisches Hertha-Eintracht-Spiel wird, ja. Wo es dann halt am Ende irgendwie mit einem komischen Tor dann für die Hertha ausgeht und ja, aber so ist es nicht gekommen, deswegen bin ich ziemlich zufrieden. Na, die Variante mit dem komischen Tor ist ja auch nicht so weit her, wenn man sich mal die Entstehung des 1-0 für Hertha anguckt, das war ja auch schon wieder so ein bisschen slapstickhaft irgendwie. Ein Dicker kommt nicht in den Zweikampf, Hasebe kommt von der Seite und legt dann dem Hertha-Stürmer den Ball dann da auch noch so richtig schön auf den Fuß und dann stehen sie zu dritt vor ihm und schaffen es nicht, diesen Schuss zu blocken, also das hatte schon viel von Slapstick. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mich dann schon richtig geholt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dann schon richtig geärgert. Basti, wie hast du das gesehen? Hast du eigentlich Einzelkonferenz oder hast du Konferenz gehabt? Weil ich habe erst in der Redaktion, ich war in der Redaktion und ich habe erst Konferenz geschaut und habe erst gedacht, okay, jetzt fängt dieser Tag schon wieder richtig gut an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel lange Zeit ignoriert. Das heißt, für mich war der Klassenhalt eigentlich vorher schon klar. Jeden Tabellenrechner, den man angemacht hat, hat halt gezeigt, da muss schon sehr, 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 sehr viel passieren, dass er dann absteigen kann oder auf dem Relegationsplatz. Deswegen habe ich mich so ein bisschen aus dieser Geistersaison rausgezogen und jetzt irgendwie gar nicht so großartig gedacht, ah geil, ich will das Spiel gucken. Ich habe es dann auch im Garten geschaut, auf dem MacBook, habe natürlich ein Einzelspiel geschaut. Was lustig ist, es klappt halt dann doch nicht, dich rauszuziehen aus so einer Saison. Wenn du drin bist, ist genau das, was ich gesagt habe, dieses Tor, was René gerade beschrieben hat. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, wie Piontek sich da durchwurschtelt. Das ist halt völligst unnötig. Und Patricia hat schon gesagt, normalerweise sind die Spiele gegen die Hertha immer so. Ich erinnere mich an dieses 1-0 von Grujic. Das war auch so eine unnötige Niederlage. Und dann Berlin ist jetzt nicht unbedingt der Verein, der bei mir ganz oben auf der Beliebtheitsliste steht. Das heißt, ich war trotzdem wieder im Spiel drin. Habe mich aber nach diesem Tor so ein bisschen aus dem Spiel rausgezogen, bin dann in meinem Pool rumgehüpft und bin eigentlich erst wieder gekommen, als die rote Karte kam, beziehungsweise als man noch dachte, es gibt vielleicht Elfmeter. Also, da stand ich dann klatschnass vor dem MacBook. Und im Nachhinein muss man sagen, man hat sich vielleicht in dem Moment geärgert, aber im Nachhinein war es vielleicht sogar egal, weil die rote Karte war viel wichtiger als der Elfmeter an sich dann. Also ob gelb, rot oder rot ist ja dann völlig Wurst, aber diese rote Karte hat quasi
ja, die Straße gebaut für die zweite Halbzeit, wo René ja schon gesagt hat, was da los war, hätte ich dann tatsächlich auch nicht für Möglichkeiten. Aber lass uns doch mal genau da bleiben, wenn du sagst, das mit der roten Karte. Ich glaube, man kann schon festhalten, es war, also rote Karte kann man drüber reden, ist natürlich auch eine harte Entscheidung, aber es war schon kein Elfmeter, oder Dennis? Wie siehst du das? Ja, auf gar keinen Fall Elfmeter. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich noch gewundert gehabt, was ist hier los? Kontakt deutlich vorm Strafraum. Hat mich eher gewundert gehabt, aber ihr habt schon was Richtiges angesprochen. Es wäre ja eigentlich egal gewesen. Ich habe mich schon sehr geärgert. Ich habe dann auch noch gedacht, das ist wieder so eine typische Situation. Ah, jetzt werden sie doch irgendwie, jetzt ist doch kein Elfmeter. Du hast dann eventuell auch diese Möglichkeit nicht, diesen vernichtenden Schlag zu machen. Denn das ist ja eigentlich das, was die Eintracht dann immer hinbekommt, eine rote Karte eigentlich nicht auszunutzen. Das ist, für mich ist die Eintracht dafür legendär, dass sie eigentlich diese Räume, die sie dann bekommt, nicht nutzt. War in dem Spiel ja ganz anders. Muss ja wirklich sagen, genial, auch an der Stelle nochmal erwähnt, Da Costa, richtig gutes Spiel wieder gemacht. Ich verstehe es immer noch nicht, warum er nicht schon viel länger wieder Einsatzzeiten bekommen hat. Aber Hütter wird schon wissen, was er da jetzt ja eventuell auch in der Vergangenheit nicht unbedingt so optimal mit der Kadergestaltung oder der Ausstellung gemacht hat. Ich will nicht unterbrechen, aber da können wir gerne nachher nochmal gesondert drüber sprechen. Gerne. Thema. Ja. Ich pack's mal, ich schreib's mir mal auf die Liste, dass wir nachher nochmal über die Da Costa-Thematik sprechen, dass wir es nicht vergessen. Sehr gut, sehr gut. Aber Elfmeter, klar, wäre wichtig gewesen, fand ich. Normalerweise im normalen Verlauf bei so einem Eintracht-Spiel, wenn du mit 1-1 dann auch in die Halbzeit gehst, normalerweise eine sehr, sehr viel bessere Situation. Deshalb habe ich mich sehr geärgert, dass es zurückgenommen wurde. Aber der Verlauf hat ja dann gezeigt, die Eintracht kann tatsächlich sogar mal eine rote Karte oder eine Überzahlsituation ausnutzen. Ja, super. Also hat mich sehr gefreut. Es wäre halt ein guter Zeitpunkt gewesen, dieses 1-1 zu machen. So quasi mit Abpfiff in die Halbzeitpause wäre das halt so ein ordentlicher Moralschub gewesen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch so die Befürchtung, die man ja immer hat. Aber ja, wie ihr es ja schon angedeutet habt, wir haben das ja dann in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Erst Dost zum 1-1. Gefühlt hat er das Bein abgeschraubt und noch irgendwie einen Meter dran geschraubt, dass er an diesen Ball da rankommt und den da irgendwie reinwurschtelt. Also das war glücklich, aber gut. Und dann ja dieses 2-1, ich weiß nicht, wollen wir jetzt eine Stunde über dieses 2-1 schwärmen oder? Können wir schon mal tun, oder? Also Patricia, wie hat dir das gefallen? Das war doch echt krass, oder? Ja, das war ja natürlich für, ich denke, alle das Highlight des Spiels. Es war von Kamada, wie er da alle stehen lassen hat, so als wäre es nichts. Ich dachte mir auch in dem Moment schon, okay, jetzt ist es wieder so ein, wie so ein Kamada, aber auch wie so ein Gacinovic-Moment, wo du einfach zu lange machst und nicht mehr abspielst und kriegst du halt das Tor nicht. Aber er hat es ja dann noch so verzögert und dann reingespielt und dann Silva halt noch mit der Hacke, das war dann so das i-Tüpfelchen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit in dieser Entstehung drauf gewartet, dass Kamada jetzt wieder so unnötig fällt, am besten noch irgendwie über den Ball fällt, so wie er das sonst in den Spielen auch irgendwie getan hat. Ich habe die ganze Zeit irgendwie drauf gewartet und ich habe auch am Anfang gar nicht realisiert, dass der Ball drin ist. Ich habe echt eine Minute gebraucht, um zu realisieren, dass dieser Ball da drin ist. Sehr schön, Basti. Man hat sich schon über ihn aufgeregt. Das war ein Haken nämlich zu viel. Trotzdem, da bleibe ich bei. Ganz im Ernst. Natürlich klappt das jetzt. Natürlich feiert man das. Und ich habe es auch krass gefeiert. Dann macht Silva noch dieses Hackentor und du denkst, Alter, wie geil ist das denn? Dann war es auch noch ein wichtiges Tor. Das heißt, es war nicht unwichtig. Im Sinne von, keine Ahnung, 4 oder 5-1. Sondern das war halt dieser Gamechanger. Dann auch noch so ein geiles Tor, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass er eigentlich, ich bitte ihn in Zukunft trotzdem, diesen einen Haken wegzulassen und den selber mit links reinzuhauen, weil das ist trotzdem sicherer. So ein Tor fällt trotzdem nicht so oft, wie ich glaube tatsächlich, um die Expected Goals mal hier reinzubringen, das von dem einen Standpunkt, wo er vorher war, ist es wahrscheinlicher, dass er ein Tor schießt, als diese Nummer dann nochmal durchzuziehen, weil da muss ja Silva sich dann auch noch so super freilaufen, was er halt auch überragend gemacht hat, darf man bei diesem Tor auch nicht vergessen. Du musst halt auch dann erstmal dahin laufen und in der Bewegung deine Beine so sortieren. Ich glaube tatsächlich, du hast Dost angesprochen. Ich glaube, der wäre mit Verletzung vom Platz, wenn er das probiert hätte. Also das ist der hätte beide Beine verloren, das sage ich dir. Ja, oder er hätte sich selber angeschossen oder sonst irgendwas. Nein, der hätte beide Beine verloren, da bin ich mir 100% sicher. Wie gesagt, ich bleibe dabei, unpopuläre Meinung. Ich hoffe, dass Kamada in Zukunft trotzdem früh abschließt. Ja, also ich muss es auch genauso beschreiben. Ich war ja in der Redaktion und im Endeffekt war in der Redaktion Corona-bedingt irgendwie nichts los. Die meisten sind gerade im Homeoffice und Patricia ist ja auch im Homeoffice und ich war dann dementsprechend nicht im Homeoffice, einer von wenigen, weil wir in der Social-Media-Redaktion, wir haben halt immer so einen Wochenrhythmus, war ich am Samstag zum Glück auch mit einem Kollegen da und ich habe mich so aufgeregt. Ich bin da so rumgewurschtelt und ich habe ja, weißt du, ich habe das Ergebnis noch vor Augen, habe gedacht, okay, geil, wenn wir jetzt wirklich den Turnaround schaffen.
Und da habe ich gedacht, jetzt spiel doch, jetzt mach's doch halt zur Not direkt. Und dann hat er hier und da und ist er rumgewuckelt und ich habe gedacht, scheiße, was ist denn los mit dir? Und dann macht er noch das Ding. Das war dann wirklich eine unfassbare Erleichterung und sah im Nachhinein auch schön aus. Aber das Ding ist, bei Okocha damals, da hatte man schon das Gefühl, der weiß, was er tut. Ich muss tatsächlich sagen, bei Kamada bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, das ist das, was Patricia so gut beschrieben hat mit diesem Gacinovic-Vergleich, wo du ja auch immer so ein bisschen diese Befürchtung hast, so nach dem Motto, okay, jetzt will er eindeutig zu viel und verrennt sich in eine Situation, die er nachher nicht selbst auflösen kann. Mhm. Genau, das ist umso schöner, dass er es wirklich mal gemacht hat. Und dann stand es 2-1 und dann habe ich wirklich gedacht, okay, wir können jetzt hier dieses Spiel auch definitiv gewinnen. Ne? Ich glaube, da war es sicher. Du hast es ja hart auch angemerkt. Du hast gesehen, die sind ja auch sicher. Also für die ging es ja nichts mehr. Ich glaube, Europapokal hatten die jetzt vielleicht kurz auf dem Schirm, aber nicht so krass. Ich glaube, das war mit 10 Mann dann klar, dass die nicht mehr die Kraft aufbringen, das zu beenden. Und René hat es schon gesagt, 5 neue Spiele. Du hast auch ein bisschen gemerkt, dass der ein oder andere Bock hatte, sich dann zu zeigen. Das war halt der Vorteil, dass die Eintracht dann in dem Moment befreit aufspielen konnte, zu sagen, okay, hier sind Leute, die wollen was zeigen, plus wir können den Klassenerhalt komplett sicher machen. Das hast du dann, finde ich, schon gemerkt, weil die Tore danach waren auch, Die musst du auch wollen. Das heißt, die Hertha hat die nicht hergeschenkt, sondern das war tatsächlich teilweise mega rausgespielt. Liebe Grüße an Ilsanker. Wenn wir über Okocha sprechen, können wir auch über Uwe Bein reden. Dieser Pass auf Silva, das war schon auch mega geil. Also, wow. Ja. Und das Tor von Indika auch. Wie trocken der den Affen strahlt. Ja. Richtig geil. Ja, der Costa wurschtelt sich vorher auch dadurch. Das waren schon einfach Tore. Da musst du Bock drauf haben, um die zu machen. Ja, gerade auch bleiben wir mal bei dem Tor von Indika. Ich habe mir das vorhin nochmal in der Wiederholung angeguckt und du siehst halt ganz genau, er steht da am Strafraumrand und er spekuliert auf den zweiten Ball. Das ist so etwas, was mich in den vergangenen Spielen immer wieder aufgeregt hat, dass nie einer wirklich da ist, der auf den zweiten Ball spekuliert und er steht da einfach und weiß ganz genau, okay, wenn das Ding jetzt irgendwo hier abprallt und die das rausspielen, ich bin da und krall mir den und er haut dann da halt einfach sowas von trocken drauf und Kostic springt ja noch aus dem Weg, der will ja versuchen, an diesen Ball da ranzukommen und springt dann noch geistesgegenwärtig da aus dem Weg, damit er den Ball da nicht irgendwie blöd abblockt. Also das war halt sowas von trocken da eingetütet. Ja, und du musst ja überlegen, ein Dika ist ja jetzt keiner, der jetzt gerade aus dem Tal der Glückseligen entschwunden ist. Ja. Das ist ja durchaus so, dass der keine ganz einfache Zeit hat, weil Hütter die ganze Zeit mit seinem Linksfuß-Fetisch natürlich ihn jetzt auch nicht dauerhaft auf ihn setzt. Jetzt in der letzten Zeit war es ein bisschen besser, aber ich meine, dass der dann vorne auftaucht, ist halt auch nochmal so eine besondere Situation. Und das muss ich sagen, wie er dann natürlich auch mit der wunderbaren Vorarbeit von Da Costa das Ding dann auch dementsprechend, auch wenn es ein bisschen abgefälscht war, aber dann das auch so reinhaut. Patricia, hättest du gedacht, dass der so einen Strahl hat? Also mir war das noch nicht bewusst. Ich glaube nicht. Also ich glaube, das hat auch sonst niemand gedacht. Das hat auch Gelson Fernandes, glaube ich, auch getwittert, von wegen, keine Ahnung, was das für ein Wunder war, dass ein Dika so ein Tor raushaut. Aber hat mich auf jeden Fall gefreut für ihn, weil, ich weiß nicht, ich fand das auch die letzten Wochen halt sehr schade, dass du so ein Talent eigentlich nur auf der Bank sitzen hast, weil du halt 2 Linksfüße hast. Ich verstehe das Argument immer noch nicht ganz, aber gut, lasse ich mal so stehen. Deswegen hat es mich gefreut, dass er Einsatzzeit bekommen hat und dass er die dann auch so gut genutzt hat eigentlich. Ja definitiv. Ja. Da haben sie alle, finde ich, alle eigentlich, die jetzt da so reingekommen sind. Und Marvin, ganz kurz nochmal zu dem Thema, auch wenn wir Da Costa gleich nochmal gesondert behandeln. Es ist natürlich schon krass gewesen, dass es einfach auch mal alles funktioniert hat, was so die ganzen Wochen, wo ja auch viele gehadert haben, oh Mann, die Mannschaft kommt nicht ins Spiel rein, die Zweikämpfe, jeder Zweikampf geht so ein bisschen verloren, so der Wille. Aber ich habe es mir auch nochmal extra in der Zusammenfassung angeschaut gehabt, wie Da Costa auch den Abwehrspieler nochmal den Ball rüberlegt, also so ein bisschen wie ja eine Art Trick sogar noch vor der Situation macht, wo du einfach nur denkst, okay, das strahlt eigentlich Selbstbewusstsein aus und das kommt von einem Spieler, der so lange eigentlich gar keine Einsatzzeit bekommen hat. Geil einfach nur, Indika, genau dasselbe. Knallt da das Ding unten rein, unhaltbar. Hier kann man ja wirklich nicht mehr davon sprechen, wir haben glücklich irgendwie gegen die Hertha gewonnen, sondern es war total, gerade die zweite Halbzeit, war sowas von überlegen und dann auch Spielzüge ausgepackt. Also ich muss wirklich sagen, das ist einfach eine geniale Situation, in der wir uns eigentlich momentan befinden, von der Situation her, dass die Eintracht tollen Fußball spielt. Ich finde es so traurig, dass es nicht viel früher schon gezeigt haben, was sie können. Okay. Basti, du hast was gesagt, ne? Ja, es war tatsächlich so eine sehr, sehr angenehme zweite Halbzeit. Weil du hattest auch, wie du es gesagt hast, die Eintracht hat, natürlich war die Eintracht ein Mann mehr, aber du hast schon gesagt, das hat nicht mal in der Vergangenheit, hat das nicht immer geholfen. Gegen Bayern hat das, glaube ich, mal funktioniert, aber es gibt in der
weitergespannten Vergangenheitssituation, wo das fast sogar noch schlecht für die Eintracht war. Ja. Weil sie dann irgendwie gar nicht wussten, was sie machen sollen. Ich fand es tatsächlich seit langem, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich vorher schon ein bisschen mich aus der Saison gezogen habe, aber trotzdem, das war die angenehmste zweite Hälfte, an die ich mich lange erinnere, im Sinne von, normalerweise, selbst wenn die Eintracht manchmal 3-1 führt, denkst du, oh Gott, da passiert auf jeden Fall noch was. Ich hatte tatsächlich selbst nach dem 2-1 nicht mehr das Gefühl, dass da was passiert. Und dieses Gefühl hatte ich lange, lange nicht. Also normalerweise immer diese Angst, ah, da passiert noch was, ah, keine Ahnung, abwarten, die Eintracht kann auch 2 Tore schnell fangen und so weiter und so weiter. Das hatte ich komischerweise nicht, hat sich bestätigt. Aber was Dennis sagt, ist tatsächlich auch nochmal ein Thema für Sendungen, wenn die Saison vorbei ist. Es stellt sich ja trotzdem die Frage, warum das möglich ist, dass du gegen Mainz so spielst und gegen die Hertha so. Also es ist tatsächlich interessant zu ergründen, auch für die Verantwortlichen. Weil wir haben jetzt letztens die Folge Fußball 2000 vorbereitet und da habe ich mir so ein paar alte Folgen angeschaut, weil wir Zitate gesucht haben. Das spiegelt sich die Achterbahnfahrt der Eintracht auch sehr gut wieder in solchen Sendungen, in unseren ja auch. Du hast irgendwie jede Woche das Gefühl, du müsstest andere Analysen machen, weil sich auch jede Woche Grundlegendes ändert. Das ist nicht mal so, dass du Entwicklung beschreiben kannst im Eintracht-Podcast. Sondern du hast das Gefühl, du musst jede Woche komplett neu bewerten, weil es tatsächlich fast gar nichts mehr mit der Vorwoche zu tun hat. Ja. Das ist wie, die Saison führt dich an wie eine Staffel Black Mirror. So, also das sind keine Folgen, die aufeinander aufbauen, sondern das sind einfach alles Sonderfolgen. So, das ist tatsächlich ganz, ganz schwer zu greifen, weil Marvin, um jetzt nochmal im Podcast zu erwähnen, Marvin war bei uns zum Wettbrötchen zu Gast und hat erstmal auf Schalke getippt, weil das genau das ist, was wir jetzt erwarten. Das ist genau das, was wir jetzt erwarten. Zweimal hintereinander kann die Eintracht nicht so gut spielen, das ist uns schon klar. So, also das kommt ja, dieses Gefühl kommt ja irgendwo her und das habe ich auch in mir, ehrlich gesagt. Ja. Und das ist ja genau dieses Schwierige, was es momentan so untippbar macht, diese Frankfurter Eintracht, wo du genau nicht weißt, okay, Konstanz, Fremdwort gerade, dann weißt du, du hast die Möglichkeit gegen laue Mainzer das Ding jetzt klar zu machen, den Klassenerhalt, und dann verlierst du 0-2 gegen echt eine richtige Gurkentruppe immer noch. Gruß nach Mainz, es ist immer noch eine Gurkentruppe und es bleibt auch eine Gurkentruppe und es hat sich ja auch nicht großartig viel verändert, das muss man auch mal sagen. Ich meine, die haben jetzt diesen Aufwind konnten sie dann jetzt auch nicht wirklich konservieren und da habe ich mich tierisch drüber geärgert. Und da habe ich dann auch zwischenzeitlich echt schon gedacht, okay, weißt du, Eintracht, wenn ihr das so macht, dann leckt mich so, ja. Und ich meine, im Endeffekt war es ja dann gegen die Bayern besser, wir können ja gleich da nochmal drüber sprechen. Aber erneut, du kannst diese Eintracht nicht wirklich ausrechnen, aber ich will da so mal ein bisschen an euch nagen und will dich mal fragen, Patricia, glaubst du, dass die Eintracht nur wegen der roten Karte gewonnen hat oder hätten die das Ding auch so gerockt? Weil das ist für mich, weil das ist ja in vielen Kommentaren war es ja eher so, naja, komm, jetzt macht mal den, ich war jetzt gestern nicht bei Fußball 2000 dabei, aber da war bei vielen so, naja, macht mal halblang, die haben nur gewonnen, weil die zu 10 waren, die anderen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also wie gesagt, ich fand es, als es noch 11-11 war, ziemlich schlecht von beiden Seiten. Also da war es halt dieses typische, okay, der jetzt den Lucky Punch macht, der hat auch das Spiel auf seiner Seite. Aber ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht so oder so eine Schippe draufgelegt hätte, einfach weil die zweite Halbzeit, ja, wie wir es jetzt schon öfter gesehen haben, plötzlich dann doch besser läuft. Und auch, ich glaube, die Hertha, ich glaube, es war gar nicht unbedingt die rote Karte. Ich glaube auch, Schellbrett hat sich verletzt, weshalb das ja auch ziemlich instabil war, deren Mittelfeld dadurch. Also das defensive Mittelfeld, die hatten auch, was weiß ich, wie viele Verletzte schon im Vorfeld. Ja. Kann mir vorstellen, dass die das nicht durchgezogen hätten. Die waren ja auch in der ersten Halbzeit nicht gut. Deswegen ich glaube nicht, dass es nur an der roten Karte lag. Ich glaube, die Eintracht hat einfach diese typische zweite gute Halbzeit hingelegt, die sie hingelegt hätte, so oder auch so. Auch gegen die Bayern haben sie es ja genau gezeigt, ne? Und das ist ein guter Punkt. Ich meine, du hast gerade mit der Einwechslung, das habe ich am Anfang gar nicht so gesehen, dass sie dann den Samardzic einladen. Wir haben auch eingeladen, den weiteren Verlauf des Spiels zu spielen, ja. Aber dass du halt mit einem 18-Jährigen kommen musst und jemand wie Schellbrett dann rausgeht, das ist natürlich schon ein Knacker. Also das ist eine sehr gute Beobachtung, habe ich gar nicht so gesehen. Und wir haben ja letzte Woche auch gesehen, dass die Eintracht durchaus in der Lage ist, auch gegen gute Gegner wie beispielsweise die Bayern eine gute zweite Halbzeit zu machen, ne? Ja. Abgesehen davon finde ich auch dieses Argument von wegen, ja, die hatten halt rot, die waren dann zu zehnt, finde ich schwach, weil, wie schon gesagt, die Eintracht hat das auch schon verkackt. Also, das ist kein Garant. Ja, und die Hertha, die haben zu dem Zeitpunkt ja 1-0 geführt. Also die haben sich halt zurückgezogen, die sind so defensiv dann da reingegangen, dass es dann für die Eintracht nicht selbstverständlich ist, dass du das einfach runterspielst und das Spiel noch drehst. Also ich fand auch, dass es trotzdem eine Aufgabe dann gegen eine
komplett defensive Mannschaft das Spiel zu drehen. Deswegen guter Punkt, es Patricia. Nicht so ein Argument. Ja. Auf jeden Fall. Und du siehst ja auch die Situation vor dem, bevor es diesen Elfmeter oder Nicht-Elfmeter, gelb-rote Karte, dann rote Karte gab, dass du dir ja auch die Situation rausgespielt hast. Das war ja im Endeffekt, wenn Dost da ein bisschen mehr läuft oder ein bisschen mehr Power hat und so weiter, kriegt er den Ball vielleicht auch noch. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir den Elfmeter oder die rote Karte gab es ja dann nur dafür, dass eine Torchance klar vereitelt wurde. Und ich muss wirklich sagen, das hast du dann auch schon gemerkt. Also da gab es vorher ja noch keine rote Karte. Der Verlauf war so ein bisschen, wir hatten dann mal eine gute Chance. Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Ich finde auch, dass man es nicht sagen kann, dass die Eintracht, oder auf keinen Fall sagen kann, dass die Eintracht nur wegen der roten Karte gewonnen hat. Natürlich ist es aber immer, dass es, ja, natürlich jeder Mannschaft ein bisschen auch die Power nimmt. Auch die Hertha hat danach ja wirklich richtig schlecht teilweise gespielt. Das finde ich, hat man schon gesehen. Ob die Eintracht jetzt dadurch so viel besser geworden ist und gerade diese Tore, die sie geschossen hat, zeigt ja nicht, dass wir jetzt nur im Endeffekt große Räume gerissen haben und so weiter, sondern gerade in dieser Abwehrsituation, Kamada, ihr habt es vorhin schon angesprochen, der läuft ja, da hätten auch 10 Leute stehen können, die hätte auch alle umgewirkt. Also das ist ein bisschen Überheblichkeit da gerade drin, oder? Ja, 20 Leute jetzt hier, ja. Also ja, naja, 20 aber Leute, genau, noch ein Bus ins Tor geparkt. Also es hat im Endeffekt nichts damit zu tun mit der roten Karte. Das war es eigentlich. Ja, aber was wollte ich gerade sagen, was du sagst, stimmt ja, wenn man, ohne dass du jetzt sagst, das sind sicherlich so zu mit, der hätte auch 10 Leute umgekurft, aber was du im Grunde sagst, stimmt ja. Weil diese Tore waren keine Tore, wo du sagst, ah, okay, da hat die Hertha zu viel Räume gelassen, weil die einer weniger sind, sondern Da Costa ist da ja bei diesem Indikator auch durch 5-6, also die hätten ja Möglichkeiten gehabt, diese Tore zu verhindern. Das hat mit Sicherheit nichts damit zu tun gehabt, dass die einer weniger waren. Das war vielleicht beim Silvertor und im Nachhinein, vielleicht hätte die Hertha dann halt 3-1 oder 4-1 gewonnen. Ich finde, dass du die rote Karte tatsächlich nicht zählen kannst, in dem Sinne, weil die Hertha hat dazu geführt und du kannst, wenn du gut spielst, gewinnst du vielleicht dann nicht mehr 2-3-0, weil du einen Stürmer rausnimmst und dafür denjenigen ersetzt, der vom Platz geflogen ist. Aber du kannst ja immer noch verteidigen. Also das Argument lässt sich tatsächlich nicht gelten. So ist es nämlich, ja. Ja, und wie du schon so richtig sagst, die waren ja auch bei allen Toren, auch wenn du an den Ausgleichstreffer von Dost denkst, da ist ja auch der Hertha-Spieler direkt nebendran und der kann das Ding halt einfach nicht verhindern. Also sie hätten ja schon die Chancen gehabt, diese Dinger irgendwie nicht zu machen, sondern sie haben es halt einfach in dem Tag nicht geschafft. Und wir hatten halt einfach Glück, dass wir mal konsequent waren, was wir ja auch nicht unbedingt immer in letzter Zeit so gezeigt haben. Im Endeffekt, ganz ehrlich, Marvin hat diese Kommentare erwähnt, die kamen ja tatsächlich häufig auch raus aus der Hertha gerade. Ganz ehrlich, das ist mir so Bums, Alter. Dann ist halt so. Ja. Geiter hat 4-1 gewonnen, lass uns in Ruhe. So. ich verstehe gar nicht, wie Leute einen Impuls haben können, das zu diskutieren in dem Sinne. Was bringt das den Hertha-Fans denn? Ja, mit 10, mit 11 Mann hätten wir gewonnen, sagen wir, ja, hätte Fahrradkette-mäßig. So, also wir haben ja trotzdem gewonnen. So, und im Endeffekt hat das ja den Klassenhalt beschert. Und überlegt euch, was wir hier für Sendungen hatten vor ein paar Wochen. Also da waren wir wirklich, wir waren zwischenzeitlich 2 Punkte vom Relegationsplatz, als Düsseldorf da geführt hatte gegen Köln. So, also, dass wir jetzt so auf diese smoothe Weise diesen Klassenhalt sichern, da wird man uns, glaube ich, nachsehen können, wenn es uns völlig egal ist, ob das mit 10 oder 11 Herthanern passiert ist, sondern die Eintracht hat jetzt quasi ein neues Level freigeschaltet in dieser Black Mirror-Folge in dem Sinne, dass du dir mal gucken kannst, dass du vielleicht nächste Saison wieder aneinander aufbauende Folgen dir filmen kannst und hast dir quasi jetzt dadurch die Ruhe verschafft, bevor es irgendwie in dieser letzten Spielteil geht, sondern jetzt ist halt alles easy. Jetzt ist das ist ja genau der Punkt. Genau. Also gerade jetzt der Klassenerhalt. Das war für mich tatsächlich, ich musste dann am Samstag noch bis 21.30 Uhr arbeiten, war für mich aber dann scheißegal, ja, weil ich war so relaxed, dass die Eintracht einfach endlich den Klassenerhalt geschafft hat. Für mich war das wirklich einer der besseren Samstage in den letzten Wochen und Monaten, ja, weil endlich mal was fix war. Weißt du, du hast die Klasse gehalten, du hast es auch nicht nur mit einem Zittersieg, sondern souverän die Berliner mal abgefiedelt. Ja, da läuft der Lachs. Es ist dann richtig schön relaxed gewesen und jetzt können wir mal gucken, wie es noch weiterläuft. Ja. Bevor wir gucken, wie es weiterläuft, Basti, Dennis, ihr wolltet noch mal über das Thema Da Costa sprechen. Oh ja, unbedingt, ja. Wer möchte anfangen von euch beiden? Basti kann gerne anfangen. Ja gut, Dennis hat sich ja die Frage gestellt, warum der nicht gespielt hat. Philipp Hofmeister hat sich bei Fußball 2000 auch die Frage gestellt und ich habe sehr, sehr viele gesehen. Ich wollte hier weiterhin nur mal den Spielverderber spielen, dass ich kaum mehr verstehen kann, dass er nicht gespielt hat, muss ich sagen.
Weil? Okay. Weil man nicht vergessen darf, dass der auch am Anfang gespielt hat und richtig schlecht war. Also das war schon so, dass du das Gefühl hattest, das ist ein komplett anderer Spieler als aus der Vorsaison. Es ist ja nicht so, dass der einfach aus dem Nichts rausgenommen wurde und dann nie wieder eine Chance gekriegt hat in dem Sinne, sondern der hat so katastrophal gespielt. Und für mich ist Danny da Costa weiterhin, immer noch, auch mit dieser Leistung gegen München und jetzt, kein Spieler, wo ich sage, ja gut, wenn der da ist, hat das so einen krassen Einfluss aufs Eintracht-Spiel, beziehungsweise weigere mich, dass die Eintracht so instabil ist, dass es einen Spieler von der Klasse eines Danny da Costa benötigt, damit gewisse Dinge funktionieren. Das kann ich bei Philipp Kostic akzeptieren, bei Danny da Costa akzeptiere ich das nicht, muss ich sagen. Also das ist gar nichts gegen Danny da Costa so und auch nicht gegen Danny da Costa Fans. Ich sage nur, die Eintracht sollte nicht auf eine Weise davon abhängig sein, dass ein Spieler wie Danny da Costa spielt, ja oder nein. Ob jetzt Chandler oder da Costa spielt, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, was hier dazu kommt, ist, dass viele Leute einen Hass auf Touré haben, den ich, und da muss ich wieder Spielverderber spielen, den ich auch nicht verstehe, weil das für mich ein Spieler ist, auf den wir langfristiger, glaube ich, an dem wir langfristig mehr Spaß haben werden, als an Danny da Costa. Bin ich auf jeden Fall voll bei dir, Basti. Aber ich glaube, also darum ging es mir zumindest nicht zu sagen, mir ging es eher darum, warum hat er nicht mal Einsatzzeiten zumindest wieder bekommen, wenn andere Einsatzzeiten bekommen haben? Warum hat man Touré so lange versucht? Ich kann schon verstehen, dass sich Leute aufgeregt haben, dass es einfach nie eine Alternative, dass Danny da Costa einfach nicht mal eingewechselt wurde, statt dann diesen Wechsel, oh, wir spielen jetzt heute wieder mit Touré, ah, jetzt spielen wir doch wieder mit Chandler, jetzt wieder mit Touré, beide funktionieren nicht. Warum hat man dann nicht vorher schon mal reagiert und mal versucht, mit da Costa zu spielen? Das ist eine Frage, finde ich, die auch legitim ist, weil er eben jetzt mit den Leistungen gezeigt hat, dass er wirklich, ja, zumindest auch mal eine Flanke, eine gescheite, eine gefährliche reingebracht hat. Vielleicht hätte es mal dazu geführt, dass auch Chandler wieder mal an sein Leistungsniveau rankommt, auch ein Touré mal wieder an Leistungsstärke zurückkommt. Denn ich fand, bei beiden war die Luft komplett raus. Die waren wirklich, also die haben mir auf dem Platz überhaupt nicht mehr gefallen. Und dann ist natürlich immer die Frage, haben wir überhaupt noch was auf der Bank? Und in jeder Ausstellung, auch in jeder Sendung, die wir gemacht haben, haben wir immer gesagt, ja klar, da Costa wäre noch da, aber der spielt ja nicht mehr, mit keiner Begründung aber. Und wenn ich mir jetzt die Spiele angucke, ist es umso fraglicher, warum konnten wir denn nicht vor 5 Spieltagen sagen, ja, lass uns doch mal mit da Costa anfangen. Da haben wir doch mal auf der rechten Seite einen, der mal zumindest wieder eine Chance verdient hat. Und gerade mit der 5 Wechsel, die du machen darfst und so weiter, wenn dann da Costa nicht mal eine Chance bekommen hatte, das ist schon irgendwie komisch. Also zumindest in meinen Augen, weil das System rechts nicht funktioniert hat. Auf ihn zu bauen und da zu sagen, das ist jetzt unser neuer Superstar und wir müssen uns nicht um rechts außen kümmern, da bin ich auch, oh Gott, bitte nicht. Und dann lieber Touré aufbauen und in vielleicht 2 Jahren haben wir richtig Spaß an dem. Ist einfach jetzt eine Momentanaufnahme und da hat es mir nicht gefallen, dass er keine Chance in dem Sinne bekommen hat. Auch wenn er mal am Anfang, klar, unglückliche Spiele auch gehabt hatte, hat aber jetzt auch der Kurz, wenn man es ein bisschen kurz bis mittelfristig sieht, fand ich schon, dass da die Einsatzzeiten sehr, 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 sehr rar gesät werden. Patricia, wie siehst du das? Ja, ich finde, ich kann beide Seiten verstehen. Ich sehe das auch so, dass man langfristig da Touré aufbauen sollte. Mich hat es aber auch gewundert, dass da Costa halt wirklich gar keine Rolle gespielt hat, obwohl, klar, er war nicht gut, als er gespielt hat. Aber ich verstehe halt nicht, warum man dann nicht mal gesagt hat, hey, Touré, setz ich mal auf die Bank und ich nehme jetzt auch mal nicht Chandler, sondern ich gebe jetzt mal da Costa eine Chance. Einfach, weil ich finde, da Costa ist ganz gut einfach, was dieses Beackern der Seite angeht. Also der kann schnell Meter machen, find aber dann die Schwäche tatsächlich im Offensivspiel. Also ich finde, das wirkt alles immer so ein bisschen, als wüsste er selber nicht, wie er gerade an einem Spieler dann vorbeigekommen ist. Und dann die Flanken sind auch, also klar, ich habe mich gegen Hertha noch aufgeregt, als er irgendeine Flanke komplett in die Luft geschossen hat. Ja. Kurz danach kam dann eine gute Flanke, okay, aber ich bin immer noch kein großer Fan von den Flanken von da Costa, weshalb ich da jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht drauf pochen, dass er jedes Spiel macht, weil mir das dann einfach vorne nicht ausreicht. Ich bin da ganz ich bei dir. Glaub ich finde, glaube ich, unser Ja, sorry. Ja, ich bin da tatsächlich ganz bei der Patricia, denn ich finde, man muss das, die Sache abwägen. Ich finde, wenn wir gerade auch uns Chandler angucken, der hat zum Start der Rückserie echt einige richtig gute Spiele gemacht. Deswegen ist es klar, dass er auch immer mal wieder eingewechselt wird, weil er und auch zuletzt ja immer noch mal gezeigt hat, wie wichtig er sein kann, dass ein oder andere Tor erzielt. Ich kann nachvollziehen, dass da Costa so außen vor war, das durchaus, weil er wirklich schlechte Spiele gemacht hat.
Und die Flanken sind halt immer noch nicht geil. Aber ich muss ja sagen, wenn wir ihn jetzt sehen, dann merke ich doch zumindest bei Da Costa im Vergleich zu den Spielen, die er vorher mal bei Einwechslung gemacht hat, dass jetzt irgendwie ein Schalter umgelegt ist. Also vielleicht bin ich da zu psychologisch, aber ich finde, Da Costa hat noch mal mehr an Motivation draufgepackt und jetzt plötzlich funktioniert's. Ich weiß nicht, ist wie so ein Schalter, der umgelegt ist. Zumindest habe ich das Gefühl, weil in den letzten Malen, wenn der mal eingewechselt wurde, da habe ich nicht so das wirklich das Gefühl gehabt, dass da jetzt jemand da ist, der wirklich sprüht. Aber jetzt ist es so. Ja, ja. Im Endeffekt werden wir nicht beweisen können, ob diese Maßnahme von hinterhin dann außen vor zu lassen nicht auch was damit zu tun hat. Keine Ahnung. Ja. Es gibt bei Da Costa auch immer wieder Gerüchte, dass er mit dem Trainer auch nicht so klarkommt. Also wir wissen es, glaube ich, alle nicht in diesem Innenleben. Es spricht aber für beide Seiten. Egal, ob es da Stress gab oder nicht zwischen Hütter und Da Costa. Spricht für beide Seiten, dass A, Hütter ihn wieder bringt und dass Da Costa sich nicht hängen lässt. Also das ist trotzdem eine Situation, die gut ist. Ich glaube, warum ich auch diesen Impuls habe, ein bisschen dagegen zu reden, weil natürlich habt ihr die Argumente auf eurer Seite, der hat zwei gute, super Spiele gemacht und ist auf momentan wahrscheinlich auf der rechten Seite, gerade mit Fünferkette, die bessere Alternative. Ich will eigentlich nur sagen, dass ich A, von der Fünferkette selber wieder weg will, weil es nicht sein kann, dass wir für immer mit Hasebe spielen müssen, weil wir sonst, keine Ahnung, du kannst halt trotzdem nicht für immer bei den Eltern wohnen. So. Hol dir halt mal eine eigene Wohnung, auch wenn es am Anfang nervig ist, die machen das. So, ja, aber es ist halt ein bisschen blöd, weil irgendwann, weiß ich nicht, versterben deine Eltern auch. So. Also es ist tatsächlich so, du musst irgendwann mal gucken, dass du selber lebensfähig bist. Und da ist für mich Touré die ideale Lösung als Rechtsverteidiger. Der ist eine Mischung aus Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Der kann defensiv, wenn er sich konzentriert, ist er für mich ist er auf jeden Fall ein Spieler, auf den würde ich bauen. Und also Viererkette dann meinst du, dann Basti, ne? Genau, ja, dass quasi Touré der Rechtsverteidiger ist und hat einen vor sich. Und da kommen wir nämlich zum Hauptpunkt, der bei mir dafür sorgt, dass ich dieses übertriebene Da Costa-Gefeier ein bisschen bremsen will. Weil eigentlich, Freunde, brauchen wir jemand ganz Neues. Das ist weder richtig, Chandler, ja. Weder Chandler noch Touré noch Da Costa sind diejenigen, das haben wir im Winter schon angemerkt. Und das ist weiter nicht ideal. Natürlich hat es geklappt gegen Hoffenheim und Leipzig am Anfang. Aber dass wir nur Kostic als Außenstürmer haben, in Anführungszeichen, das ist weiterhin fahrlässig und das zeigt sich jetzt, dass du da auch rumprobieren musst. Das spielt Da Costa, das spielt Da Chandler, das spielt Da Touré, der Viererkette, der Fünferkette. Das ist alles nicht ideal, während auf der linken Seite so ein hohes Leistungsgefälle ist zu Philipp Kostic. Das ist, glaube ich, die Hauptintention, die ich in meiner Aussage habe, dass man den nicht zu sehr feiern sollte, weil ich will jemand ganz Neuen, muss ich sagen. Ich will, keine Ahnung, vielleicht kann man gucken, ob man Marius Wolf nochmal hinkriegt zum Beispiel, der jetzt irgendwie da gerade in Berlin auch nicht so glücklich ist oder auch verletzt, glaube ich. Der ist, glaube ich, auch noch von Dortmund ausgeliehen. Keine Ahnung, was mit dem ist. Aber dass du tatsächlich, wenn du es schaffst, Kostic tatsächlich zu halten, das wäre der Wahnsinn. Und wenn du dann rechts auch noch einen Geilen hast, dann kannst du tatsächlich auch ganz andere Variabilität in dein Spiel bringen. Weil momentan muss man trotzdem festhalten, bei aller Feierei, dass wir es geschafft haben, dass die Eintracht immer wieder zur Fünferkette zurückkehren musste, wenn es nicht lief. Und dann diesen bekannten Fußball zu spielen und die Siege zu erzwingen, wie in Hoffenheim, wie gegen Leipzig. Das kann trotzdem langfristig nicht die Lösung sein. Also ich würde tatsächlich gerne, dass nächste Saison, ich sag's nochmal, dass die Folgen wieder aufeinander aufbauen. Okay, da kann ich nochmal ganz kurz einhaken. Und zwar, das finde ich, du hast vollkommen richtigen Punkt angesprochen. Wir müssen uns sowieso nochmal irgendwann über die Kaderstruktur Gedanken machen. Kostic über mögliche Neuakquirierung, wo wir sehen, dass der Potenzial da ist, das noch zu optimieren. Ich will aber nochmal ganz kurz zum Final dieser ganzen Da Costa-Krause und zwar übergeordnet. Denn es wurde ja gesagt, ja, okay, bei Hütter hat er da nicht so die Chance bekommen. Aber wenn ich mir mal angucke, okay, es hat lange gedauert, vollkommen zu Recht. Wir wissen auch nicht, was die Hintergründe sind. Aber ich finde schon, dass Hütter, und das müssen wir irgendwie schon zugestehen, dass diese Durchlässigkeit, trotz der Tatsache, dass immer wieder gesagt wird, dass er so seine Lieblinge hat, doch irgendwo da ist. Guck dir mal an, was mit Toro war. Ich erinnere mich zu Beginn der Saison, da wurde immer wieder gesagt, dass Toro sehr, sehr weit weg ist. Dann hat er immer mal seine Spiele gemacht, war aber zwischenzeitlich auch gar nicht so präsent. Und plötzlich ist es so, dass Toro zwar jetzt auch nicht jedes Spiel macht, ja, und jetzt auch mal wieder ausgewechselt wird, aber ich finde schon, dass wir sehen, dass Toro beispielsweise ein optimales Beispiel dafür ist, dass halt nicht diese, was von Hütter immer gesagt wird, ist immer so, ist, dass
dass einige Spieler halt immer spielen und andere gar nicht. Ich finde, da siehst du teilweise schon, dass er auch anderen immer mal wieder die Möglichkeit gibt. Ne? Ich meine, überlegen wir uns, am Anfang der Saison, der hat bis Dezember hat er kein einziges Spiel in der Liga gemacht, ja. Und plötzlich spielt er und jetzt dann war er wieder verletzt und jetzt die letzten Partien war das teilweise sogar auch ganz gut, ansehnlich. Natürlich ist er immer noch Verbesserungsbedarf, aber ich fand die erste Halbzeit, auch wenn es eher. Also auch wenn wir da noch zurücklagen, aber ich fand, dass wir bei Toro da jetzt auch langsam so eine Entwicklung sehen. Und das spricht irgendwie auch ein bisschen für Hütter. Das wollte ich nur dazugeben. Ja, ist richtig. Stimmt, auf jeden Fall, ja. Ist aber die Frage natürlich auch alternativlos, in Anführungszeichen, die Position momentan, wenn Rode und Fernandes ja wegfallen, ist vielleicht auch so ein bisschen der Zwang dazu da, auch so Spieler wie Toro spielen zu lassen, genauso wie auf rechts außen. Ich glaube schon, dass da auch ein gewisser Zwang da ist, dass da Costa sozusagen auch reinkommen musste, weil einfach das andere ja gar nicht mehr funktioniert hat zum Teil. Also ich weiß es nicht, aber klar, ich hoffe, dass da auch, und man sieht ja auch, wenn die ein bisschen dann jetzt Leistung gezeigt haben, umso mehr Argumente vielleicht führen Hütter dann auch zu sagen, klar, Toro spielt jetzt eine größere Rolle, Da Costa spielt jetzt eine größere Rolle, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich schon an viele Zeiten, wo wir gesagt haben, meine Güte, So, der ja auch ein ordentliches Spiel gemacht hat, hat so viele Spiele, so einen Gurkenmist zusammengekickt. Hast du gedacht, Mensch, was hat denn Hütter an So momentan? Lass dem doch seine Zeit, setz ihn auf die Bank, setz jemand anderen ein. Das war einfach nur grauenvoll. Deshalb finde ich schon, er hat seine Lieblinge. Das Image kriegt er nicht weg, hat aber wahrscheinlich jeder Trainer, dass er einfach mit einem gewissen Stamm gerne spielt und mit gewissen Spielern gerne arbeitet. Auf der anderen Seite gerade so die Position Toro und Da Costa, finde ich, der Alternativlosigkeit gegeben, hoffe ich, dass klar der Impuls auch von Hütter kam. Ich glaube aber, dass auch ein gewisser Zwang dahinter war, gerade auch bei Toro, oder? Ich finde, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Und ich übernehme gerne den Part, um über Dominic Kor zu sprechen, der auch eine positive Entwicklung gemacht hat. Das muss man schon so sehen. Ja, stimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Mir ist es auch immer noch viel zu teuer. Für mich ist das ein Nice-to-have-Backup-Spieler, der dann die Leistung zeigen kann. Der bringt ein bisschen Härte ins Spiel. Das finde ich jetzt mittlerweile gut. Und er scheint sich auch mittlerweile zu fangen. Ja. Was ich tatsächlich sagen muss, das kann ich auch mit So verbinden. So und Kor. Was habe ich über die geschimpft? Was habe ich mich aufgeregt, dass man für die so viel Geld ausgegeben hat? Aber ich finde tatsächlich, dass die Qualität von Hütter auch darin liegt, was Marvin gesagt hat, sich eben da A nicht verrückt machen zu lassen und auch nicht in so eine Wagenburg-Mentalität zu kommen. Weißt du was, wenn ihr das bemeckert, dann mache ich es erst recht. Liebe Grüße an Armin Fee, so. Also das hatten wir auch schon, dass du das Gefühl hattest, wenn ein Trainer für eine gewisse Sache kritisiert war, hat er es erst recht gemacht, obwohl er es vielleicht selber schon auflösen wollte. Das macht er nicht, aber trotzdem, ich kann zumindest bei Djibril Sow, dabei bleibe ich auch, nachvollziehen, dass er probiert, ihn durchzuschleppen, weil er trotzdem für die Zukunft wichtiger ist als beispielsweise Fernandes oder sonst irgendwas zu den Zeiten, wo beide noch irgendwie verfügbar waren. Weil halt trotzdem Djibril Sow ein Spieler ist, der von seinen Fähigkeiten, die er ab und zu mal zeigt, die das irgendwann hoffentlich zurückzahlt. Und das ist bei Touré dasselbe, das finde ich bei Sow das Gleiche. Bei Korb, ja, so ein Mittelding, aber ich finde gut, dass Hütter sich dann nicht verrückt machen lässt, weil, ganz ehrlich, wenn wir überlegen, was Fans und auch wir, was wir schon für Spieler rausgeschrien, geschrieben und rausgetan hätten, die dann plötzlich durchgestartet sind. Erinnert euch an Haller. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie schwer das war, Haller hier zu verteidigen eine Zeit lang. Ja, Leute, der ist irgendwann für 60 Millionen gegangen. Ich warne nur davor, dass wir auch selber den Fehler machen zu denken. Ja, ganz ehrlich, wer weiß, vielleicht spielt Djibril Sow nächste Saison eine unfassbare Saison. Also es wäre ja sehr zu wünschen. Hast du eine große Hoffnung bei Djibril Sow, Patricia? Ich habe tatsächlich noch Hoffnung, ja. Ich bin auch so auf der Seite, dass ich halt das Gefühl habe, man muss ihn durchschleppen. Also was bleibt einem jetzt auch anderes übrig? Du hast halt im Mittelfeld deine jungen Spieler mit Sow oder auch Toro und dann hast du halt aber auch sehr, sehr viele alte Spieler da drin und ich weiß nicht, du musst halt die Jungen irgendwie jetzt aufbauen. Ich glaube, es ist auch, das hat Basti ja auch schon in der Vergangenheit öfter angeführt, dem geschuldet, dass er nicht in ein stabiles System reingekommen ist. Also er kommt nicht einfach in eine funktionierende Mannschaft und kann dann seine Stärken damit reinbringen, sondern er muss genauso wie der andere auf dem Feld auch kämpfen, dass überhaupt was zusammengeht. Ich glaube nicht, dass es förderlich ist und vor allem halt auch nicht für so einen jungen, kreativen Spieler, der jetzt halt nicht einfach nur da ist, um irgendwie drauf zu kloppen und irgendwie, weiß nicht, gelbe Karten sich zu holen.
Deswegen, ich habe noch Hoffnung, dass das noch wird. Ja, das ist natürlich eine interessante Position, gerade weil er natürlich jemand hat, eine Position hat, bei der er wirklich kreativ sein muss. Und ich sag mal so, und Ilsanke hat es ein bisschen leichter gehabt, weil die Erwartungen nicht ganz so groß waren. Ja, und auch da hat es ja eine Weile gedauert, auch wenn das jetzt ein schiefer Vergleich ist. Aber die Ilsanke-Position ist anders schwer. Aber bei So ist vielleicht die Fallhöhe einfach größer. Auch natürlich, weil er mehr Geld gekostet hat als beispielsweise Ilsanke. Auch wenn ich mich jetzt natürlich wundere, wo Ilsanke jetzt diesen Pass hernimmt. Ja? Und man merkt, dass er sich auch langsam gut einfühlt. Aber ich finde es gut. Geben wir So die Chance. Das Wichtigste ist jetzt, die Klasse ist jetzt bewahrt. Und vielleicht haben die ganzen jungen Recken, gerade du sprichst ja den Generationsgap an zwischen den Alten und den Jungen, weil es gibt natürlich einen Unterschied. Also Fernandes wird bald nicht mehr für die Eintracht spielen. Mal schauen, wie viele Spiele De Guzman noch für die Eintracht macht. Aber es gibt halt die Jüngeren, genau, die jetzt vielleicht sich da noch weiter einfuchsen können für den Rest der Saison. Und vielleicht finden die da auch noch mal besser rein. Ne? Aber jetzt haben sie ja richtig auch, du Marvin, da hast du was Schönes angesprochen, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Eigentlich kann nicht mehr viel passieren, du kannst nicht mehr, es geht jetzt nicht mehr um den Klassenerhalt, das ist alles geschafft, jetzt kannst du ja wirklich mal den Spielern die Spielpraxis geben und ich bin auch, nicht, dass er mich falsch versteht, also ich finde das toll, wenn er So, Toro und so weiter, wenn die alle ihre Spielzeit bekommen, dann sich jetzt schon ein bisschen einspielen können, in der nächsten Saison dann hoffentlich ordentlich durchstarten. Ich fand nur, teilweise war es zumindest für mich, und das ist immer in dieser Betrachtung sehr schwierig, weil man natürlich auch die Ergebnisse kennt, dann weiß man wieder, welcher Spieler hat dann doch sein Potenzial gezeigt und wo war es dann richtig. An sich habe ich mich einfach manchmal gedacht, warum gerade in so wichtigen Spielen werden Spieler versucht durchzuschleifen wie So, der dann wirklich auch wieder ein Grottenspiel gezeigt hat. Das war für mich natürlich in der Situation, wo ich mich geärgert habe. Wer weiß, für was es gut war. Jetzt können wir im Endeffekt befreit ausspielen und die Spieler belohnen uns ja auch. Ihr habt schon gesagt, Chor super, Ilsanke sogar mit so einem Traumpass. Also das sind Sachen für mich auch, gefällt mir gut. Und das Wichtigste an dem System ist ja eigentlich, mit Fünferkette jetzt irgendwie noch auf Viererkette umzustellen, glaube ich, wird gar nichts bringen. Basti, ich bin auch ein Freund davon, das irgendwann einzuführen. Aber wenn es doch funktioniert, warum willst du es dann mit dem richtigen Prügel da reinhämmern? Das bringt nichts. Weil Hasebe ist schon 140 Jahre alt, deswegen will ich das. Vielleicht es liegt ja nicht mal an der Fünferkette, es liegt ja scheinbar auch an der Personalie Hasebe. Die Eintracht kann ja jetzt nicht auf den Transfermarkt gehen und die in ihr Transfer-Scouting sich von Leipzig wieder das Passwort klauen und dann auf Position eingeben. Wir suchen einen Libero. Willst du Franz Beckenbauer wieder verpflichten? Also Lothar Matthäus. Ja, Matthäus hat noch nicht für die Eintracht gespielt. diese Position ist ja tatsächlich auch gar keine, ja, wo momentan irgendwie Spieler ausgebildet werden. Das ist ja tatsächlich, stimmt, so, weiß ich nicht, das ist ja eher aus der Not herausgeboren, glaube ich. Und da musst du irgendwann, und das haben wir wohl ja probiert, muss jetzt irgendwann, und ich sehe es ein bisschen anders. Ich würde da jetzt direkt schon mit anfangen, weil jetzt ist alles sicher. Jetzt fang halt damit an, so zu denken, wir müssen eine Viererkette, wir müssen jetzt schon an nächste Saison denken. Es werden zumindest nicht alle Zuschauer da sein, das heißt, die Situation wird sich nicht ändern. Du kannst dich jetzt immer wieder besser mit dieser Situation anpassen und kannst auch probieren, da irgendwie dir einen Vorteil zu verschaffen, indem du halt denkst, okay, wir nehmen das jetzt halt erstmal an, auf die und die Weise. Wir haben ja schon gerätselt, welcher Spieler kann das annehmen, das wird Hütter jetzt wissen. Du wirst bei Transfers irgendwie dann gucken, was passiert, weil das wird sich auch verändern. Ich bin einfach sehr erleichtert, dass Hütter jetzt Zeit hat, diese Sachen. Und Dennis, du hast ja recht, du hast dich ja nicht aufgeregt, weil du Bock hast, dich aufzuregen, sondern zu Recht. Das ist ja das Ding, was ich meine. Das war ja, ich würde ja So auch nicht verteidigen, wenn ich das Gefühl hätte, ich muss ihn gar nicht verteidigen. Natürlich muss ich ihn verteidigen, weil er scheiße gespielt hat. Das Ding ist einfach nur, ich hoffe, dass jetzt tatsächlich die Eintracht auch in die Analyse geht, zu sagen, okay, das und das und das lief scheiße. Und nochmal, ihr habt jetzt viele Spiele angesprochen und ich auch, die es gut gemacht haben. Trotzdem will ich nicht, dass man in der Saisonplanung für nächste Saison sich hinsetzt und sagt, gut, wichtige Bausteine werden sein. Timothy Chandler, Danny da Costa, Stefan Ilsanker, Dominic Kor und Makoto Hasebe. Das will ich nicht. Das dürfen nicht die Spieler sein, auf die du es aufbaust. Du musst gucken, dass du einen geilen Mittelfeldspieler kriegst. Du musst gucken, dass du noch für die Offensive was suchst. Du brauchst einen Rechtsaußen und du brauchst wahrscheinlich einen Innenverteidiger, je nachdem, was mit Abraham passiert. Also bei aller Euphorie über den Klassenerhalt, das war trotzdem nicht unser primäres Ziel vor der Saison. Und da müssen jetzt ein paar Sachen trotzdem passieren.
Boah, da will ich jetzt anschließen. Sorry, da will ich jetzt anschließen. Und zwar, wenn du sagst, dass du diesen Wandel und gleichzeitig aber auch einen Change machen willst innerhalb des Kaders der Frankfurter Eintracht, dann finde ich tatsächlich, sorry, wenn ich da jetzt auf ein anderes Thema komme, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt, nee, das haben wir auch nicht so wirklich in unserer Themenplanung. Ihr habt es ja bei Fußball 2000 schon besprochen, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz relevantes Thema. Wollt ihr dann überhaupt Platz 7? Weil, ganz ehrlich. Danke, da wollte ich jetzt auch hin. Sorry, genau, ich will mal ganz kurz meinen Punkt verteilen. Ich will nicht Platz 7 und ich finde tatsächlich auch, ich finde tatsächlich auch, dass die Leistung zu gut gesehen wird, wenn wir Platz 7 erreichen. Ich will verschiedene Gründe nennen, warum ich nicht Platz 7 will. Ich will eine geordnete Vorbereitung. Eine Vorbereitung, die mit einer Kaderplanung, die jetzt schon im vollen Gange sein muss, starten. Ich will sehen, dass die Spieler genügend Zeit haben, sich einzuspielen und nicht wieder diesen Ritt machen. Gerade, es gibt einen wichtigen Punkt, warum ich diesen Ritt nicht haben will. Weil wir in der Regel wahrscheinlich keine Fans dabei haben werden. Würden wir Fans dabei haben, würden wir gerade so eine Art Restart sehen, des ganzen Fußballsystems mit Fans hier hinfahren, dahin fahren, dann würde ich darüber mit mir reden lassen. Das wird aber nicht der Fall sein und insofern würde ich das nicht dafür riskieren wollen, einen geordneten Wiederaufbau der Eintracht, denn er muss, und das hat Basti ja schon gesagt, in Teilen wirklich systemrelevant stattfinden, dass du sagst, du musst hier auf der Position was tun. Du brauchst, wenn Kostic geht, brauchst du zwei neue Spieler. Wenn Kostic bleibt, brauchst du ein Backup für ihn. Auf der rechten Position brauchst du ein bis zwei gute Leute, damit wir nicht mehr immer dieses da Costa oder was ist passiert mit Chandler und so weiter und so fort. Wir brauchen im Sturm noch jemanden, weil wir brauchen doch echt nicht denken, dass mit Ache jetzt ein Spieler kommt, der sofort da reinkommt und ein Dost irgendwie gefährlich werden kann. Wir brauchen mehr Substanz. Und in der Innenverteidigung, ehrlich gesagt, will ich in der Innenverteidigung, wenn ich schon nicht auf irgendeinem Grund nicht auf Ndicka setze, ich würde auf Ndicka setzen, dann hätte sich die Sache erledigt. Ja, safe, aber wenn irgendwas aus irgendeinem Grund Hütter immer noch sagt, er vertraut da nicht drauf und vielleicht geht Ndicka im Sommer, dann brauche ich da auch da einen Ersatz. Ne? Ich würde noch gerne einen Punkt ergänzen wollen, warum ich das auch nicht haben wollen würde, weil ich finde, alle Punkte, die du genannt hast, sind mehr als richtig. Für mich ist auch der Punkt ein ganz immenser, dass das Ergebnis dann so viel Strahlkraft hat, dass es über diesen ganzen Kram, der davor nicht funktioniert hat, drüber wegscheint. Und dann am Ende wieder die Aussage kommt, na, wir haben doch unser Ziel erreicht, das war doch alles nicht so schlimm und wir keine geordnete Aufarbeitung von dem machen, was eben nicht funktioniert hat, weil wir am Ende dann doch irgendwie wieder dieses Ergebnis hingegurkt haben. Mhm. Wir müssen jetzt mal ordentlich auf die Schnauze fallen, das Ziel nicht erreichen, um aufzuwachen und vernünftig mal drüber zu gucken. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob... Oh, sorry. Mhm. Patricia, was meinst du? Ich weiß gar nicht, was jetzt Basti noch anführen wollte. Ich habe da jetzt gar nicht so viel noch dazu. Ich habe nur, ehrlich gesagt, die Hoffnung, wenn das nicht klappt mit Europa, was jetzt verkraftbar ist, dass sich dann die Transferpolitik generell ein bisschen ändert bei der Eintracht, dass man einfach zurückgeht zu unbekannteren Spielern und nicht einfach in diesem Bundesliga-Becken fischt, weil das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt, weil die Spieler, wie man sieht, an Chor überteuert sind. Also klar, im Vergleich dann zur niederländischen Liga oder zur zweiten französischen Liga kriegst du halt was, was du kennst. Natürlich, du weißt Dominic Chor, okay, du weißt, was du kriegst, ist aber halt auch sehr teuer. Und ich habe da ehrlich gesagt einfach Lust drauf, dass man wieder sowas macht wie, es muss jetzt nicht direkt einschlagen wie Haller oder Ndicka, aber dass du halt einfach so dich so ein bisschen überraschen lassen kannst, dass du so aufgeregt bist, wie dieser Spieler am Ende sich dann auch entwickeln wird und so. Deswegen, ja, das ist noch so der Punkt, den ich habe, dass ich einfach hoffe, dass ich vielleicht an den Transfers, dass sie ein bisschen kreativer werden dann wieder. Ja, Manga-Transfers. Ja, Basti? Wenn man dann halt nicht mit Europa Punkt werben kann. Ja. Ja. Basti, was wolltest du sagen? Das ist ein Problem, ja. Und ich wollte René so ein bisschen bremsen, in dem Sinne, dass er sagt, dass wir auf die Schnauze fallen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen das Gefühl haben werden, dass sie auf die Schnauze gefallen sind. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie damit recht haben. Weil, wenn man das langfristig sieht, haben wir die ganze Zeit gesagt, ganz ehrlich, wir spielen jetzt schon wieder Europa. Wir hatten so viele Spiele. Wir waren schon wieder im Halbfinale DFB-Pokal. Wir sind in Europa immer noch drin, in Anführungszeichen. Das heißt tatsächlich, du musst auch den Verantwortlichen lassen, wenn die sagen, ganz ehrlich, die Saison ist nicht so scheiße gelaufen, wie teilweise die Stimmung war, aber trotzdem bleiben diese Sachen, dass du die aufarbeiten musst. Und ich hoffe eben nicht, dass die Eintracht dafür auf die Schnauze fallen muss. Das ist meine Botschaft, zu sagen. Ich hoffe, selbst wenn das jetzt irgendwie Platz 7, 8, 9 wird, was super ist, das ist tatsächlich von der Platzierung super, dass man trotzdem sagt, und das glaube ich aber auch,
dass man aufarbeitet, was stimmte in dieser Mannschaft zwischenzeitlich nicht, dass man das beseitigt. Vielleicht gibt es gewisse Spielerteile, die miteinander nicht können. Vielleicht ist irgendwas mit dem Trainer und den Verantwortlichen, keine Ahnung. Da können wir alle nur wild spekulieren, aber ich will trotzdem, dass die das aufarbeiten, ohne dass sie dazu auf die Schnauze fallen müssen. Also es ist tatsächlich so, du musst einfach diese Sachen analysieren, weil das sind auch trotzdem keine dramatischen Sachen. Wir, ganz ehrlich, liebe Grüße weiter nach Bremen, liebe Grüße weiter nach Schalke. Das sind Sachen, die kannst du leicht beheben mit so 1, 2, 3, 4 Stellschrauben. Das heißt, ich würde tatsächlich bei der Eintracht nicht mal sagen, ich will unbedingt was unfassbar Grundlegendes in Frage stellen, wie wir das vielleicht in Vorjahren gemacht haben, dass du gesagt hast, wir müssen den Cut machen, sondern ich weiß nicht, ob du den ganzen Kuchen abschneiden musst. Du kannst vielleicht irgendwie das ein oder andere noch verzieren, aber das muss halt gemacht werden. Und davor habe ich so ein bisschen trotzdem die Angst in dem Sinne, was René sagt, dass wenn wir nicht auf die Schnauze fallen, dass das vielleicht nicht gemacht wird und dann diese Wagenburg-Mentalität, die wir teilweise auch hatten, was wurde uns erzählt? Ja, die Fans sollen nicht so rummachen, wir haben mit dem Abschied nichts zu tun, das ist ganz normal, wir hatten so viele Spiele. Nein, das hat einen Grund und es ist weiterhin berechtigt, dass wir uns über Spiele wie gegen Köln und Paderborn in der Hinrunde und über Partyspiele in der Rückrunde gegen Mainz und gegen Union Berlin, dass wir uns über diese Spiele beschwert haben, weil die trotzdem gezeigt haben, das ist keine Mannschaft, die gerade irgendwie müde ist oder Pech hat, sondern da waren teilweise Sachen, die haben nicht gepasst von der Einstellung und auch nicht von der Aufstellung. So. Und das muss trotzdem analysiert werden, ohne nochmal, dass es auf die Schnauze fallen muss. Und da will ich aber ganz kurz einhaken, das finde ich gut. Und ich finde aber, wir können hier beide Argumente zusammennehmen. Auch der, was Patrizia gesagt hat, denn für mich ist tatsächlich relativ wichtig, dass wir ja merken, du hast vollkommen recht, es ist nicht alles schlecht, auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt relaxed relativ die Klasse gehalten, am Ende doch noch, ja, na, wir haben stark anderthalb Wochen gehabt mit dem Down in Mainz, aber im Endeffekt hat es ja doch über jetzt die Zeit nach Corona echt gut funktioniert. Wir sind international, ey, wir können nachher gleich noch über den Europacup reden, auch da sind wir noch nicht, ist noch nicht Ende Gelände, ne? Der DFB-Pokal, das war zumindest Halbfinale, auch wenn ich mir über dieses Halbfinale, das hat mich immer im Endeffekt dann geärgert, aber das ist ein anderer Punkt. Aber wir haben also sportlich wieder gut abgeschnitten, aber ich finde trotzdem, was Patrizia sagt, ist ein wichtiger Punkt. Ich will wieder hin zu einer bisschen anderen Transferideologie, hin zu der Möglichkeit, mal wieder andere, jüngere Spieler zu jagen und dementsprechend auch in ein System zu implementieren, denn Basti, du hast ja selbst angesprochen, die Zeit nach Hasebe wird bald kommen und die Zeit nach Abraham ist auch schon nah. Fernandes geht bald, De Guzman geht bald, das sind alle Spieler, die uns bald verlassen, je nachdem früher oder später, aber hierfür muss ein Fundament geschaffen werden, auf dem wir dann aufbauen können und da würde ich auch, ähnlich wie Patrizia sagen, finde ich es besser, nicht diesen Core-Weg zu gehen, auch wenn das jetzt im, on the long run vielleicht funktioniert, sondern wieder nach anderen innovativen Kräften zu suchen, damit die Stärke der Eintracht wieder genau das werden kann. Wir suchen uns die jungen, unbekannten Talente, wir erheben sie auf ein neues Niveau, wie beispielsweise ja auch trotz dieser Up-and-Downs mit Ndika, selbst Touré hat ja seinen Marktwert wieder gesteigert. Das ist für mich trotzdem immer noch der Weg, den wir vielleicht gehen sollten. Du hast das Fundament angesprochen, das hast du ja eigentlich. Du hast eigentlich schon genug. Du hast eine Achse mit Trapp, Hinteregger, Rode, Silva. Da hast du quasi in der Zentrale von deinem Spiel, hast du Leute, die andere auch mitreißen können, die erfahren genug sind. Du hast Kostic noch dabei, je nachdem, wer bleibt. Aber du hast trotzdem, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, genau das zu tun, was Patrizia und Marvin gerade gesagt haben. Das ist genau das, musst du jetzt wieder machen, weil wenn du die jetzt auch wieder auffüllst mit dem nächsten Boss, mit dem nächsten Chor, mit dem nächsten, weiß nicht, ob das so eine explosive Mischung geben kann, die dich auch wieder ganz krass nach oben überraschen kann. Würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Ich will das Gefühl, was Patrizia beschrieben hat, das will ich auch wieder haben. So, ach guck mal, das ist ein sehr spannender Transfer. Und das war bei Kormit ja halt nicht so. Und bei Erich Sturm auch nicht. Wo ist der eigentlich bei den ganzen Diskussionen richtig über Außenbahnspieler? Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Na, kannst du vergessen, Erik Durm. Aber um zu eurer Thematik nochmal. Ich weiß aber nicht, ob da es hilft, wenn du nicht Platz 7 erreichst, sondern ich glaube tatsächlich, dass das eher von der Qualität her auch der Spieler und der Perspektive eher sogar ein Nachteil sein kann. Ich glaube, Patrizia, du hast es vorhin schon angesprochen, du kannst nicht ins Schaufenster Europa stellen, so ein bisschen damit werben. Ich denke, das könnte sogar fehlen, ob du nun jetzt, und du musst eindeutig ja einige Spieler ersetzen, ihr habt es schon angesprochen, Rust fällt dann auch weg, Abraham, De Guzman und so weiter, die müssen aber so oder so ersetzt werden. Und ich finde es eigentlich klar, dass diese mit der Doppelbelastung, Marvin, du hast vorhin schon gesagt, mit wieder keine Vorbereitung und sowas, da könnte ich auch kotzen. Andererseits, du kannst halt toll damit werben normalerweise. Es hat mich gewundert. Wir haben ja kaum Spieler. Ich habe nur gerade nochmal durchgeschaut, wen haben wir denn eigentlich in der letzten oder vorletzten Saison dann wirklich
richtig neu verpflichtet und nicht einfach aus einer Leihe übernommen. Das waren gar nicht so viele, ne? Sondern es waren viele Spieler, die so oder so schon bei uns waren. Das hat mich dann eher so ein bisschen auch genervt. Und das wird ja definitiv diesmal aber so sein, dass wir zwar auch einige Spieler aus Leihgeschäften wieder zurückholen. Auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, können wir nicht irgendwie trotz Platz 7 auch junge Spieler, die dann gerade in diesem Turnier dann da vielleicht ihre Spielpraxis auch bekommen, die heiß sind, die Lust haben zu spielen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob uns wirklich dieser Platz 7 jetzt so behindern muss. Er kann natürlich sehr problematisch sein wegen schlechter Vorbereitung und so weiter. Er kann aber tatsächlich auch dazu führen, dass wir tatsächlich Spieler bekommen, die wir an der anderen Seite sonst nicht bei der Eintracht spielen sehen würden. Das fände ich einfach schade. Okay, und René? Oder seht ihr das anders? Ja, nee, das ist ein interessanter Punkt, aber ich will mal die Frage stellen und René, was meinst denn du, ist das überhaupt realistisch? Warum reden wir über Platz 7? Da gibt es ja noch andere Kontrahenten, oder? Ja, es ist rechnerisch vielleicht noch irgendwie drin, aber die Frage ist ja dann wirklich, über den Punkt, den Dennis jetzt gerade eben aufgebracht hat, habe ich jetzt ja auch schon nachgedacht, ob uns das vielleicht dann irgendwie hilft. Und das ist dann wieder so eine Abwägungssache. Kriegen wir damit dann wirklich so diese großen Kracherspieler, die uns auf der einen Seite dann helfen und ist auf der anderen Seite der Mehraufwand, den wir eben mit Verlust der ordentlichen Vorbereitung, mit vielen Spielen etc., ist das dann so groß, dass es das wieder aufwirkt? Und das glaube ich halt einfach nicht. Für die Kracher nicht, aber gerade für junge Perspektivspieler ist, glaube ich, eine Perspektive in Europa, auch in der Europa League zu spielen. Für einen richtig richtig geilen Spieler ist es nichts, aber gerade für die Jungen kann es, denke ich, eine Motivation sein. Ich glaube auch, dass wir die Euroleague nicht unterschätzen dürfen. Also du darfst nicht unterschätzen im Sinne von, dass du einem Spieler sagen kannst, hier, du kannst bei uns Euroleague spielen. Natürlich wissen wir nicht, wie das in Corona-Zeiten ist. Keine Ahnung, ob das die Spieler mal Bock dann, wenn die dann irgendwie Geister-Europa spielen. Ich weiß es nicht ganz genau, weil wir auch gar nicht genau wissen, wie es abläuft. Weil jetzt mittlerweile ja Gerüchte rumgehen, dass, keine Ahnung, gewisse Mannschaften wie auch die Eintracht den Start von der Bundesliga sowieso verpassen, weil die noch den alten Europapokal zu Ende spielen müssen. Also ja, das ist auch so ein... Diese Überlegung gab es auch. Wann soll denn da diese Quali sein? Ja, Thema kommt auch halt gerade im Chat hoch. Halt, im schlimmsten Falle hast du halt quasi während der Vorbereitung das Ende der Euroleague 1920, die Quali der Euroleague 2021, die Vorbereitung auf deine Bundesliga-Saison 2021 und musst eigentlich auch schon in der Liga die ersten Spiele betreiben. Ja, aber wie wäre es denn, wenn wir einfach in die Champions League gehen? indem wir einfach die verbleibende Europacup-Saison so gut bestreiten, dass wir einfach in die Champions League nächstes Jahr kommen. Dann hast du ja trotzdem schon parallel angefangen, die Quali für die andere Runde zu spielen. Hast du trotzdem wieder irgendwie ein paar 40 Spiele am Ende des Jahres. Ja, aber das kann ja nicht sein. Das hört sich vielleicht lustig an, aber das ist ja nicht umsetzbar. Ja, das heißt, ist dieser Platz 7 und dieser Europapokalplatz, der vielleicht kommt es halt auch direkt irgendwie rein. Da muss sich ja irgendwas überlegt werden. Die können das ja so nicht machen. Bin da immer noch hin und her gerissen. Bei mir tendiert es eher zu Europa League Nein und eine Saison mit dieser Stabilität, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, auch ein bisschen finanziell, dass man sagt, okay, man hat jetzt vielleicht nicht so viel Geld, weil die Euroleague wegfällt und weil sowieso auch andere Gelder wegfallen, Zuschauereinnahmen und so weiter und so weiter. Aber dass man sagt, okay, man nimmt diese Geistersaison, die nächste Saison, hoffentlich, muss ich jetzt mittlerweile sagen, hoffentlich noch wird, und nimmt die, um sich weiter zu stabilisieren und eben diese Spieler, die Marvin noch angesprochen hat, einzubauen, Jovel, jetzt Ache, bla bla bla, um dann vielleicht wieder Neunter zu werden, der sich aber dann ganz anders anfühlen wird, dieser neunte Platz, wenn du das Gefühl hast, da sind Werte geschaffen worden, weil das ist zum Beispiel was mir diese Saison komplett gefehlt hat, zu sagen, welchen Spieler haben wir diese Saison entwickelt, dass er so und so viel mehr Geld wert ist. Also ich glaube, diesen Sommer werden wir nicht so viele Spieler zusammen haben, dass wir die für 100 Millionen verkaufen können wie die Büffelherde. Und wenn ich dann so eine, dann nehme ich gerne so eine Saison in Kauf, zu sagen, okay, ganz ehrlich, auf Luka Jovic und so haben, und Rebic, Marvin, ich erinnere mich noch an die Folge, als Rebic ausgeliehen wurde, wie wir uns hier einen abreden mussten, dass wir gesagt haben, na, lass dir Rebic mal ein bisschen Zeit. Das hat ewig gedauert, bis Rebic dann hier auch wirklich ankam und sich in die Herzen gespielt hat. Wenn das so eine Saison ist, dann bin ich gerne bereit, die zu akzeptieren. Eher, was ja auch Patrizia schon angesprochen hat, als wenn ich auf Transfermarkt.de gehe und mit Dominik Kor hole. Das ist einfach vom Mindset für den Fan auch viel leichter. Zu sagen, wir sind ja schon dabei, ihn ja die ganze Zeit zu loben, aber fällt doch wieder immer raus. Ne? Das ist halt der Preis, es tut mir leid. Also. Ja. Aber Patrizia, hältst du das überhaupt für realistisch? Also ich meine, wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, jetzt gerade aktuell, okay, es gibt Live-Spiele, aber Platz 7 wäre schon echt knackig. Ne? Also Stand jetzt müssten wir irgendwie 5 Punkte jetzt schon aufholen. Ne? Ja, weiß nicht. Ich sehe es noch nicht wirklich kommen. Ich habe heute
tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde vor der Aufnahme mal durchgerechnet, wie es denn machbar wäre, wenn man Platz 6 bekommt, weil da muss man zumindest nicht diese, ja, diese Vorrunde spielen, aber ja. Bis mir dann aufgefallen ist, das wird noch knackiger. Also ich glaub auch Platz 7 ist, ich weiß nicht, ich denke mal, es wird irgendwie was zwischen 8 und 10 oder so, was dann auch in Ordnung ist, glaube ich, letztendlich. Man hat auch, okay, ehrlich gesagt, war man nicht konstant genug, um sich Europa zu verdienen, wenn ich ehrlich bin. Wobei, das stimmt. Naja, okay, gut, ja, keiner in der Liga ist irgendwie konstant. Ja. Aber das Geile ist, so wie die Eintracht momentan spielt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir morgen gewinnen. Wir gewinnen am Samstag, jetzt doch, ne? Und dann haben wir am letzten Spieltag die Chance, Paderborn. Europa zu. Und dann verlieren wir gegen Paderborn. So, das ist genau das Gefühl, ne? Dass wir, weißt du, das ist genau diese Eintracht in diesem Jahr, ne? Du hast dann echt noch die Chance, nach Europa zu kommen, ja, über Platz 7, und dann verlierst du das letzte Spiel gegen Paderborn, für die schon lang abgestiegen sind, schon lange alles vorbei. Das würde diese Saison einigermaßen symbolisieren, und es wäre ja dann trotzdem kein schlechtes Ergebnis. Aber es wäre dann irgendwie so ein bisschen, es würde dich mit so ein bisschen Fadenbeigeschmack irgendwie zurücklassen. Ne? Nee, daran will ich noch nicht denken. Nee, gefällt mir nicht. Dafür bin ich gerade zu gut gelaunt. Alles klar. Sollen wir dann vielleicht mal ein bisschen mehr auf Schalke gucken? Die sind ja unser Gegner morgen Abend um 18:30 Uhr. Und die haben ja auch noch so die eine oder andere Ambition wahrscheinlich oder den Glaube da vielleicht auch noch irgendwie mit reinzurücken, weil die sind ja auch ähnlich wie wir rechnerisch noch irgendwie drin, da oben reinzurutschen, und die haben es vielleicht sogar auch noch ein bisschen nötiger in Anführungszeichen, weil die Kohle ja noch viel dringender brauchen, weil da hört man ja Dinge, dass ja die erste Charge der Fernsehgeldauszahlung der nächsten Saison schon längst weg ist. Also die brauchen ja die Kohle noch viel dringender als wir nach all diesen Transferdingern. Und die haben ja auch noch die Situation, dass sie ja bislang in diesen ganzen Restart-Corona-Spielen noch keinen einzigen Sieg eingefahren haben. Also übergreifend, 13 Mal in Folge sind jetzt, glaube ich, schon sieglos. Also Schalke-Fan will ich momentan erst recht nicht sein. Wollte ich sowieso nie, aber jetzt gerade noch viel weniger. Ist tatsächlich wirklich ein ziemlicher Kackverein gerade. Also ich versuche so ein bisschen mich in Zurückhaltung zu üben. Ja, aber man muss schon sagen, was die Schalke, und das tut mir tatsächlich auch leid für die Fans, ja, weil ich meine, die sind immer mit Feuer, Eifer und Herzblut dabei. Aber wenn ich mir die letzten Ergebnisse so anschaue, dann ist das alles ziemlich gruselig. Ich meine, man hat es auch nicht geschafft, gegen Paderborn zu gewinnen, noch im Februar. Und seit dem Restart, du sprichst es an, du verlierst dann auch gegen Bremen. Du holst nur einen Punkt gegen Union. Ja, gut, gegen Leverkusen hast du ja eigentlich wahrscheinlich das beste Spiel bislang in der letzten Zeit gemacht, wo du vielleicht auch nicht richtig geil warst, aber zumindest lange geführt hast, aber auch davor gegen Augsburg verloren. Ja, Leute, ne? 3-0 also gegen Augsburg verloren. Augsburg, genau. Düsseldorf, Bremen, das sind alles Mannschaften, die richtig weit unten standen. Ja, dann hört es mir halt auch auf mit den Argumenten, oder? Also, ich weiß nicht, das ist schwierig. Ja, ich habe immer Angst davor. Genau, ich habe auch Angst, mich jetzt zu äußern, ehrlich gesagt. Ich will es lieber gerne nachmachen, weil... Ja, aber so funktioniert unser Sendungskonzept. Das ist nicht. Der Klassiker, Leute, ist doch normalerweise, dass wir jetzt hier als Aufbaugegner Schalke schafft es über die Eintracht dann noch nach Europa am besten. Das ist doch zum Kotzen normalerweise. Aber wie gesagt, die Eintracht hat es auch vorher selten hinbekommen, eine rote Karte auszunutzen. Haben wir am Wochenende gesehen, dass die Eintracht es kann. Mainz hätten wir auch gerne in den Abgrund geschossen, haben wir nicht geschafft, leider. Aber dann gucken wir eben, dass wir hier weiterhin Schalke auf Nichtserfolgskurs halten. Nein, ich denke auch tatsächlich, dass das eigentlich vom Spielsystem her, ich glaube, ich habe auch was gelesen, Caligiuri fällt da noch aus, der ja wirklich noch einer der Lichtpunkte oder Lichtblicke der Schalker Mannschaft jetzt waren. Es spielt schon viel der Eintracht in die Karten, es macht mir aber auch Angst, weil das ist genau das, genau. Also das ist oft dieses Gefälle, die Schalker spielen schlecht, die Schalker müssen auf Spieler verzichten, die nicht leicht zu ersetzen sind, die Schalker haben einen Negativtrend, da kommt die Eintracht normalerweise als Aufbaugegner ideal. Das wäre schön, wenn es nicht so wäre, deshalb... Ich hoffe, dass wir weiterhin ja gegen Schalke dann auch so gut agieren wie jetzt hier am Wochenende. Wird aber, glaube ich, wirklich ein schwieriges Spiel. Patricia, wie siehst du das denn? Ja, ich sehe es irgendwie auch schon kommen. Jetzt die ganzen Vorzeichen, die wir hier gerade diskutiert haben. Ich sehe es schon kommen. Es war jetzt die eine Sperre,
die noch gefehlt hat, dass Schalke da jetzt ihre komplette Jugendmannschaft aufs Feld schickt und dann spielen die auf einmal befreit auf, weil die sich alle beweisen wollen, bla bla bla, am Ende haben wir es verloren. Ja, so ist die Befürchtung. Ich hoffe aber einfach, dass es einmal so läuft, wie es laufen sollte. Ich meine, wir haben sehr gut, ja. Wir haben keine kaum Verletzte, sage ich mal. Mhm. Schalke ist halt ein komplettes Lazarett. Und wenn du dann noch den Führungsspieler wie Caligiuri verlierst, ich weiß nicht, also ich wüsste nicht, wo die Stabilität da herkommen soll, dass die da jetzt uns an die Wand spielen. Also ich hoffe es nicht. Deswegen will ich jetzt da noch positiv rangehen, habe aber diese Restangst. Ja, bitte nicht vergessen, dass Schalke ja immer noch die künftige Nummer 2 hinter Manuel Neuer im Tor stehen hat. Also ein bisschen Thomas Sicherheit Neuer, ist noch, ne? Da. Genauso Thomas Neuer. Ja, genau. aber ja, genau. Aber ist ja ein guter Punkt, den du ansprichst, René. Gerade auch diese ganze Torwart-Mischproke da. Du weißt ja auch nicht genau, was ist denn da jetzt überhaupt Sache, ne? Dann haben wir der Schubert mal gespielt und Nübel. Naja, und Patricia, was du ansprichst, gerade die extrem vielen Verletzten, so Leute wie Stambouli, die sind ja extrem wertvoll auch für diese Mannschaften. Salif Sané und Mascarell tatsächlich, der ist ja auch, der Ex-Frankfurter ist da ja auch extrem wertvoll, genauso wie Suat Serdar geworden. Ja, und dann halt noch die Daniel Caligiuri. Also eigentlich ist das ein gemähter Rasen. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt anspreche. Und morgen Abend lachen mich die Schalker aus, weil sie Podcast gehört haben und gesagt, ja, was ist das hier für ein Opfer der Mannschaft? Ihr habt es nicht hinbekommen. Ja, ich sehe es schon kommen. Ja, Marvin, du wirst auf jeden Fall, wenn das so ist, die Gelegenheit haben, dich auch live zu äußern. Bei Fußball 2000 morgen, liebe Freunde, kleiner Programmhinweis. 18 Uhr Live-Begleitung des Spiels. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie wir drauf sein werden. Ich bin auch gespannt, ja. Ja, also aber Leute, guckt doch mal, die Aufstellung Otschipka in der Innenverteidigung von Schalke, das ist doch eigentlich, wenn ihr euch daran erinnert, das wäre meine Horrorvorstellung bei der Eintracht, zu Eintracht-Zeiten immer gewesen, dass so Otschipka in der Innenverteidigung spielt. Also, sogar mal, ich glaube tatsächlich gab es nicht eine Zeit, wo wir da mit Chandler und Otschipka in Innenverteidigung spielen mussten, weil kein anderer mehr da war. Ich meine ja. Ich glaube, Schwegler hatte dann mal hinten gespielt und hat sofort eine rote Karte bekommen oder sowas. Ja, genau sowas, also, ja, ja. Also. Oh, Hilfe. Ja, was tippen wir denn dann? Naja. Erstmal Aufstellung, dann Tipp. Was ist denn unsere Aufstellung gegen Schalke? Rode kommt ja wieder zurück, der hat ja seine Gelbsperre abgesessen. Mhm. Ja, tatsächlich, ist echt gar nicht so einfach jetzt. Was machen wir denn da? Ich finde, gut, okay, klar, normalerweise könnte man sagen, Toro raus und dafür dann Rode rein, ne? Weil ich meine, Rode ist halt jemand, auch wenn Toro seine Aufgabe ordentlich gemacht hat, ist halt Rode jemand, der für mich momentan unersetzlich ist. Ja, ich finde es auch Rode mit seiner Erfahrung halt wichtig, weil vor allem, wenn jetzt Schalke so eine junge Mannschaft schickt, die sind auch gegen Leverkusen, sind die eigentlich schon ziemlich hoch angelaufen. Deshalb würde ich da auch irgendwie auf erfahrene Spieler setzen, wie jetzt halt Rode. Ich glaube, der kann das gut wegmoderieren. Aber ja, deswegen Toro raus, Rode rein, okay, würde ich schon sagen. Ja, bin ich bei dir. Was mit Core spielt? Core ist Stammspieler bei uns, oder was? Ich bin ja weiter schon. Ja, natürlich. Provokante Fragestellung auch schon. So ein bisschen so. Ist das wirklich jetzt bei uns Stammspieler jetzt? Ja. Ja, ich kann es auch kaum glauben. Er muss ja nach deiner Ausführung von vorhin habe ich ja noch so die leise Hoffnung, dass wir Chor irgendwann nächstes Jahr noch für 60 Millionen verkaufen können. Von daher muss er ja Stammspieler sein. Nee, ganz ehrlich. Also um seinen Marktwert, den wir für ihn bezahlt haben, zu rechtfertigen, muss er schon sehr, sehr viel noch machen. Also der ist vielleicht jetzt von 1 Million Euro auf 3 Millionen Euro gestiegen und wir haben 10 bezahlt. Also vielleicht riesig. Meter vorher noch den Rasen, dann kriegen wir nochmal 5 Euro extra. Ehrlich gesagt würde ich gerne De Guzman mal wieder von Anfang an sehen, muss ich sagen. Ja, wäre auch mal. Also fangen wir doch mal hinten an. Wie ist es denn in der Abwehr? Wir hatten ja jetzt im letzten Spiel einen dicker Hasebe Abraham, weil Hinti jetzt ja auch so ein bisschen angeschlagen war. Glaubt ihr, da haben wir wieder einen Wechsel, dass Hinteregger wieder reinkommt und ein Dicker wieder raus muss? Das ist halt richtig brutal. Ne? Ein Dicker macht ein gutes Spiel, aber Hinteregger ist halt ein, das ist halt Baba da hinten. Ja, gerade wenn du jetzt, wie Patricia ja sagt, auf erfahrene Spieler setzen willst, dann wäre er ja eigentlich schon der logische Wechsel an der Stelle. Also wenn du echt viel Ehrgeiz hast und du willst dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen und du willst da auch nichts anbrennen lassen und du willst keine Experimente machen, dann müsstest du mit Hinteregger, Abraham und Hasebe spielen, oder Basti? Ja, sehe ich leider auch so. Mhm. Ich finde auch leider keine Gegenargumente. Man muss da mal eine Lösung finden, jetzt mal ganz im Ernst, das geht nicht. Nee. Also ich will auch Hinteregger nicht verlieren. Nee. Man muss es irgendwie schaffen, dass die beiden spielen. Man muss halt Hinteregger in der Mitte spielen und den Dicker neben ihm links und
rechts Abraham und Hasebe ein Stück weiter vorne, was weiß ich was. Keine Ahnung. Geht eigentlich nicht. Es ist, nervt aber, weil die kann, kannst du auch ganz schwer ehrlich, ertragen. Den kannst du dir hochzüchten auf einen Spieler. Da brauchst du dann nicht mehr neidisch nach Mainz, nach Niakate schauen, weil er ist genau das gleiche Kaliber eigentlich. Spielt halt die ganze Zeit nicht. Ja. Also in Dika ist wirklich sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Ja. Welche Lösung siehst denn du da, Patricia? Also gehst du da mit Basti oder wie würdest du das machen? Naja, um mein Argument nicht zu zerstören, muss ich ja jetzt wieder Hinti reinnehmen. Ja. Ich bin da auch bei Basti. Ich würde halt gern beide auf dem Platz sehen, weil ich es irgendwie nicht vertreten kann, einen von beiden auf der Bank schmoren zu lassen. Aber da ich weiß, dass es Hütter nicht tut, würde ich halt wahrscheinlich einfach wieder rotieren und Hinti rein, Dika raus und dann hast du halt Hasebe und Abraham drin. Ja. Und dann für die nächsten Spiele dann vielleicht mal Abraham raus und dann ein Dika, Hinti oder so. Ich meine, du musst dir jetzt was überlegen. Abraham hat echt auch schon angekündigt, dass er die Eintracht spätestens im Winter verlassen will. Natürlich haben wir jetzt Hasebe noch ein Jahr. Aber Leute, irgendwann muss dieser Prozess einfach eingeläutet werden. Und ich würde nichts dagegen sagen, wenn wir spätestens, okay, machen wir Schalke noch, machen wir nochmal Full Throttle und dann gehen wir ab Samstag, überlegen wir uns aber ganz genau, dass wir da vielleicht auch Leute einsetzen, mit denen wir in die nächste Saison komplett gehen wollen. Und das ist ja nichts gegen Abraham. Ich weiß, dass er Kapitän ist. Aber irgendwie eine Lösung müssen wir finden. Ich würde mir richtig in den Bobbes beißen, wenn wir so nachlässig sind und einen Dika gehen lassen, nur weil wir sagen, wir müssen mit Abraham Hasebe spielen. Also, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Die Frage ist ja, kann Hasebe, ich sag mal, in der Fünferkette müssen wir den spielen lassen. Ansonsten wäre es ja wirklich, ich glaube, Basti, hast du es vorhin schon angesprochen, dass Hasebe durch Hinti ersetzt. Ist natürlich an der Position, ja, weiß ich nicht, dann Rode im Endeffekt noch ein bisschen tiefer stehen lassen. Wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob sich Hinti da wohlfühlt. Ist auch wieder sehr viel Experiment, keine Ahnung. Ja, also ich jetzt wann dann, ne? Wie gesagt, wir müssen langfristig. Wer weiß, was im Sommer ist, Hinteregger, den sehe ich auch noch nicht unbedingt zu 1000% nächste Saison bei uns. Also muss man davon auch nicht vergessen. Also, gut, wenn United kommt, ne? Ja, wenn wirklich jemand kommt, Leute, und ganz ehrlich, da will ich auch nochmal einen lieben Gruß an alle richten, die Fußball 2000 ein bisschen fertig gemacht haben, als wir Hinteregger so gefeiert haben. Hat einen Grund gehabt, oder? Liebe Grüße. Ja, Logo. Das ist kein Maskottchenspieler, sondern das ist der beste Eintrachtspieler neben Kostic. Liebe Grüße an alle anderen, die uns dafür irgendwie schon als sektenartiges Gebilde genannt haben, weil wir die Hinti-Armee gegründet haben. Ja, Freunde der Sonne, hat nicht ganz funktioniert, war sehr berechtigt, glaube ich. Dann entschuldige ich mich an der Stelle hier. Nein, Quatsch. Der Duke hat wieder zugeschlagen. Der Duke, genau, ist das, ja. Das ist dieses komische Name, Duke 1203. Ja. Und ich habe immer gedacht, 1213. Nein, 1312, aber gut. Ja, dieser Duke, da war auch. Oh je, oh je. Aber hey, nee, wir sind noch nicht im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht. Also insofern. noch nicht. Auf jeden Fall musst du halt gucken, ob Indika nicht halt irgendwann derjenige sein muss, in Anführungszeichen dahinter setzt. Jetzt fällt mir halt auch kein Modell ein, außer diese Viererkette wieder. Da haben wir es ja schon gemacht, da haben halt Dore und Indika auf den Außen gespielt, was für Indika trotzdem langfristig vielleicht für eine gewisse Zeit sogar ganz gut ist, weil er da muss er sich andere Fähigkeiten noch dazu aneignen. Aber langfristig ist Indika Innenverteidiger. Und der wird auf jeden Fall in seiner Karriere noch bei Vereinen spielen, die über der Eintracht stehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann will ich, dass er so lange wie möglich bei uns das auch tut. Jetzt hat Marvin aber Full Throttle gesagt, da müssen wir es halt so machen. Abraham, Hinteregger, Hasebe, Kostic, Da Costa von mir aus. Dann hast du ein Dreier-Mittelfeld mit Chor, Rode und So von mir aus. Ja. Chor, Rode und So, okay. Naja. Mhm. Ja, nee, Quatsch, was laber ich hier? Wir haben ja also, wolltest du gerade eben gehabt. De Guzman sehen? Ja, ich meinte jetzt Full Throttle. De Guzman wäre für mich ein Experiment. Ich glaube, in der Eintracht A11, momentan A11, wäre das wahrscheinlich Chor, Rode, So und dann hast du vorne Dustin Silva und fertig. Kamada draußen ist. Ach, so stimmt es auch noch. Ach, keine Ahnung. Mach's ihn auf. Ich habe keinen Plan. Ne? Also ich habe jetzt mal notiert, also vor der Dreierkette dann eine Rode, dann haben wir Kostic, So, Chor, dann ist dann die Frage auf rechts. Ja, Da Costa, oder? Ja. Ja. Da Costa. Gut, und dann weiter oben.
Also Kamada, lass mal Kamada spielen, nachdem er der Wunderbengel jetzt plötzlich so getroffen hat. Oder wie würde die FR sagen? Der japanische Wunderschlumpf oder sowas, keine Ahnung. Der ja, also japanische nachdem, Wunderschlumpf. Das habe ich mir jetzt ausgedacht, ja, tatsächlich. Ich notiere das Lustige ist, dass man sich vorstellen kann, dass das genau so geschrieben wird. Ja, in den Kamada? Wäre, ja. Patricia, die Kamada oder wen? Ja, hat sich jetzt irgendwie auch eingegroovt, also warum nicht? Und so auch? Also nehmt ihr Kamada für das eigentlich noch ein? Kamada. Halt Silva also von noch. Dann, und dann vorne wäre dann noch Silva, ja. Nein, ja, Kamada so alleine. Vorne quasi. Okay, ja. Okay, alles klar. Also Kamada ist. Ja. Kamada so als Zehner hängende Spitze und dann Silva vorne als Knipser. Okay. Und mit der Möglichkeit, wenn alles gut geht, ist unser Patient dürfte wieder fit sein, ne? Ja. Den kannst du auf jeden Fall mal wieder bringen, so in der 60. Minute. Den kannst du auf jeden Fall einwechseln. Mhm. Ist halt die Frage, ob du ihn für das Köln-Spiel oder irgendwas dann haben willst. Wir müssen nämlich so ein bisschen aufgucken. Wir haben so ein paar Kandidaten, die viermal jetzt den gelben Karton gesehen haben bislang. Chandler, Kamada, Kostic, Paciencia. Wer von denen jetzt noch eine gelbe Karte in dem Schalke-Spiel mitnimmt, der kriegt gegen Köln wieder die Pause. Wer war das nochmal alles, René? Chandler, Kamada, Kostic und Paciencia. Oh, okay. Na gut, also, naja, Chandler muss aufpassen. Der ist ja immer so schnell. Und Kostic halt auch, ne? Kostic, gelbe Karte, ist auch gerne mal drin. Mhm. Wer halt dann gut. Aufruf? Guter Hinweis auf jeden Fall, ne? Muss man nochmal gucken. So, dann würde ich jetzt sagen, gucken wir jetzt mal so in die, auf das Tippthema. Was wir denn da so ergebnistechnisch erwarten. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt und wir fangen mal mit Marvin an. Gut, okay. Jetzt muss ich mir wieder selber widersprechen, weil ich im Wettbrötchen eigentlich gegen die Eintracht getippt habe. Ja, aber das mache ich. Aufgrund der Quoten natürlich. Ich lebe in Widersprüchen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und ich würde einfach sagen, weil ihr mich so überzeugt habt, weil heute zum ersten Mal die Patricia bei uns im Podcast ist, sage ich, wir spielen gegen den Trend, gegen den typischen Eintracht-Trend und gewinnen einfach das Ding mit 2-0. Schalke wieder mit einer erbärmlichen Leistung. Und was das interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ne? So ist so. So und nicht anders. So und nicht anders. Ja, dann machen wir doch direkt mit Patricia. So und nicht anders. So und nicht anders. Da war jemand bei Herrn Hofmeister in der Lehre. Wir machen trotzdem weiter mit Patricia. Was ist denn dein Tipp? Ja, okay, also man tippt ja hier wahrscheinlich auch nicht gegen die Eintracht. Das wollen wir. Naja. Machen wir jetzt mal nicht. Wenn man nochmal wiederkommen will, nein. Fühl dich frei. Deswegen, also ganz ehrlich, ich habe meine Bedenken wegen Achterbahn, dies, das, aber ich schließe mich, glaube ich, Marvin an mit dem 2-0. Das klingt nach einem sehr vernünftigen Tipp und wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, dann wird es auch ein 2-0. Ehrlich gesagt hat Patricia für mich gerade den Sendungstitel genannt. Achterbahn, dies, das. Stimmt, sehr gut, auf jeden Fall. Sehr gut. Das ist der Saisontitel schon fast. Wahrscheinlich. Ja. Super. Dann machen wir doch weiter. Wer muss denn noch tippen? Dennis. Okay, ich glaube, es gibt ein dreckiges 1-0. Spätes Tor, alles in Ordnung. Niemand sagt so oft im Eintracht-Podcast dreckig wie der Dennis. Dabei sieht er immer so aufgeräumt aus. Basti, was ist denn dein Tipp? Mein Lieblingstipp. So, Basti. Ja. Mann, jetzt habe ich mich hier auch wieder anstecken lassen von euch. Ich sage, die andere gewinnt 3-1. Aha! Mann. Ich sage 2-1. Nach weiterer Podcast. Wir gehen immer hier raus und ich denke nach jeder Sendung, die andere gewinnt auf jeden Fall. Ja. Ja, ich. Ganz klare Sache. Ich bin da noch so ein bisschen zurückhaltend. Ich sage 2-2. Was ist denn da los? René, Alter, du bist los. René, jetzt bin ich wieder ein bisschen down. Du tippst immer vorne weg eigentlich. Nein, diesmal 2-2. Oh. Eieiei. Jetzt habe ich wieder Angst. Eintracht spielt unentschieden. Okay. Hast du mal geguckt, wie die Quote bei Tipico da ist auf Unentschieden? Aus dem Bauch raus 3,9. Leute, ich habe. Wir müssen uns jetzt gerade noch über ein aktuelles Thema unterhalten. Oha. Denn ich habe gelesen gerade, dieses Twitter hat mir Informationen zugespielt. Und zwar nach Informationen,
der Bild-Zeitung, der Zeitung, ja, die nicht glaubwürdig ist auf jeden Fall, soll Adi Hütter tatsächlich seinen Vertrag bei der Frankfurter Eintracht verlängern, und zwar bis 2023. Nun, ich glaube, wir müssen darauf reagieren. Patricia, was hältst du davon? Also da Costa spielt auf jeden Fall nicht mehr. Das ist, also wissen wir auch, es wird auf So gesetzt und überhaupt, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, es hieß doch immer, ach, der geht doch sowieso zu Dortmund, und am Ende geht er zu Dortmund. Das ist, ich meine, Verträge halten ja mittlerweile niemanden mehr davon ab, irgendwo hinzugehen. Mhm. Deswegen, jetzt, ja. Ich weiß halt nicht so recht von mir aus, ich sehe immer noch nicht die ganze Schuld bei Hütter. Ich glaube auch nach wie vor, dass viel im Sommer schiefgelaufen ist, beziehungsweise nicht so gelaufen ist, wie es geplant war. Deshalb ist das für mich in Ordnung, wenn er weitermacht. Also, warum nicht? Basti, was sagst du dazu, wenn das stimmt? Ich muss sagen, ich muss tatsächlich sagen, ich hätte mich da vor ein paar Monaten eigentlich die ganze Zeit immer weiter drüber gefreut, weil ich glaube tatsächlich, dass das ein guter Trainer ist, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwelche Eigenarten hat, die anecken, was weiß ich was. Hab mich aber so ein bisschen zu sehr volllabern lassen, auch von Leuten wie Hofmeister und das selber überlegt und sonst irgendwas. Dass ich ein bisschen schon, der ist heute nicht dabei und wird die ganze Zeit referiert. Okay, alles klar, ja. Nein, die Sache ist tatsächlich die, ich glaube tatsächlich, dass das vor einem Jahr noch ein Riesenfeiertag gewesen wäre und dass das jetzt eigentlich fast eine kontroverse Meldung ist, zu der ich, und das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, tatsächlich noch keine Meinung habe. Das muss ich wirken lassen. Du hast uns jetzt damit quasi, du wurdest überfallen, hast uns dann damit überfallen. Ehrlich gesagt wird das ein paar Wochen dauern, bis ich euch bewerten kann, wie, was das mit mir macht, weil ich sag, momentan ist das Pendel auf jeden Fall bei mir positiv, dann muss aber einiges aufgearbeitet werden, weil ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb der Mannschaft Strömungen gibt, die, und auch innerhalb des Vereines, die das eben nicht freuen wird, und das muss halt geklärt werden. Also das ist auf gar keinen Fall eine reibungslose Personalie, das will ich damit sagen. Ich find's geil, ich mag den irgendwie. Ich meine, der hat auch geilen Fußball an gewissen Stellen spielen lassen. Ja. Und ich hoffe, dass er auch den nächsten taktischen Schritt gehen kann, dem manche vielleicht gar nicht zutrauen. Die Sache ist die, diese Ungereimtheiten, die es auf jeden Fall gibt, die müssen ausgeräumt werden. Egal, ob das transfertechnisch war, ob das mit Da Costa die Nummer ist, ob egal was ist, ob erzählt wird, er redet zu wenig mit den Spielern oder ob es zwischen Bobic und ihm. Also das muss, und davon gehe ich aus, wenn das so verlängert wird, dass das ausgeräumt ist, beziehungsweise dass man ihm halt sagt, gut, wir vertrauen dir. Und das, ganz ehrlich, wäre mir die liebere Variante als, also ganz ehrlich, vor 2-3 Wochen haben wir uns doch überlegt, hier, ganz ehrlich, Leute, wahrscheinlich holt die Eintracht im Abstiegskampf, damit er nicht absteigt, Sandro Schwarz irgendwie raus. Und haben uns schon damit irgendwie geistig beschäftigt. Okay, mir wäre es lieber, wenn Patrizias Szenario eintreten würde, im Sinne von, dass er seinen Vertrag vielleicht nicht erfüllt, aber nicht, weil wir ihn rausschmeißen, sondern weil Dortmund uns ihn wegholt, weil das würde dafür sprechen, dass ja auch die Eintracht weiter erfolgreich ist. Also, von mir aus, mein Segen hat er auf jeden Fall. Okay. Ja, ich muss sagen, ich würde ganz das auch verschieben, eine genaue Bewertung, und klammere mich tatsächlich daran, dass ich das dann beurteile, wenn das überhaupt erstmal so der Fall ist. Müssen wir mal alles mal abwarten. Nur weil es eine Zeitung mit 4 großen Lettern geschrieben hat, heißt es noch lange nicht, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist, wie so viele Dinge, die falsch in irgendeinen Kontext gebracht werden. Aber sollte es so sein, würde ich tatsächlich die nächste Transferperiode mitnehmen und dann am Ende der Transferperiode entscheiden, ob mir das gefällt. Weil ich glaube, wir können uns schon sicher sein, wir können es ja auch unter uns festhalten und auch an unsere Hörer und Hörerinnen, dass die Transferperiode ja different war des Sommers im Vergleich zu dem Jahr davor. Und jetzt will ich wieder sehen, welcher Weg eingeschlagen wird, ob Hütter vielleicht wieder das Heft des Handelns ein wenig abgibt und wieder andere Kräfte walten lässt und dann vielleicht ein neues Gemisch zusammenkommt. Lass uns das auch vielleicht am besten so bewenden, okay? Ja, finde ich gut. Lassen wir mal so stehen und gucken dann in der Zukunft, wie es dann da weitergeht. Jetzt, okay. Jetzt müssen wir eigentlich noch über Köln reden, aber vorher will der Basti, glaube ich, aufgrund von anderen Verpflichtungen und Terminen hier sich verabschieden, oder wie war das? Ja, mein lieber Freund, dann liebe Grüße nach Köln. Da habe ich eh nicht viel zu sagen, weil seriös bewerten werden wir es nicht können. Viel Spaß bei den Dummschwätzern. Patricia, sehr, sehr coole erste Sendung. Und liebe Freunde, wir hören uns nächste Woche. Und ich bin gespannt, ob wir dann hier in Europapokalstimmung sind. Ja, gut, ciao. Schauen wir mal. Ciao. Unbedingt. Ciao. Lass dich aber rein. Ciao, ciao.
Ja, dann lass uns doch zumindest mal kurz noch auf Köln gucken und zumindest noch einen Ergebnistipp gleich mit abliefern. Wir hatten ja vorhin gesagt, Schalke jetzt nochmal Vollgas geben, nochmal da irgendwie Punkte mitnehmen. Köln können wir jetzt eigentlich ja quasi schon als Bonusspiel irgendwie einstufen, oder? Ja, grundsätzlich schon, aber es fällt mir tatsächlich auch schwer, jetzt irgendwie nach dem, weißt du, so Vorspielen der Eintracht, da weiß ich nie, was noch so passiert, wer dann im Endeffekt gesperrt ist. Man muss halt sagen, Köln, ja, ist jetzt auch eher so mäßig in den letzten Wochen unterwegs gewesen. Ich finde, hört sich blöd an, aber es klingt halt alles nach so einem 0-0 irgendwie. Keine Ahnung, Patricia, was meinst denn du? Ich weiß nicht, also da wir auch öfter mal Wackler in der Abwehr hatten und ich immer noch finde, dass Köln einen recht starken Sturm hat, beziehungsweise recht starke Einzelspieler im Sturm, könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie einer reinrutscht, was nicht heißt, dass wir nicht auch ein Tor machen können. Ein Tipp abgeben, ja, keine Ahnung, die Eintracht ist untippbar diese Saison, also schwierig. Könnte tatsächlich aber auch wirklich so ein, keine Ahnung, so ein Unentschieden sein. Es geht am Ende für beide um nichts mehr. Dann ist es halt so ein 1-1, jeder macht so sein Spiel. Weiß nicht, ist ganz schwer einzuschätzen, finde ich. Finde ich auch. Ja, dann lass uns doch einfach mal alle einen Tipp geben. Gehe ich voll mit, ja. Dennis, was denn dein? Ja, also ich hoffe natürlich, dass auch hier wieder ein glückliches Tor dazu führt, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Mit einem 1-0 wäre ich super zufrieden. Ich muss wirklich sagen, ihr habt ja schon viel angesprochen, der Negativtrend. Ich glaube, dass es ja ist nicht ganz so heftig wie bei Schalke, aber ich glaube, die haben auch schon etliche Spiele jetzt hintereinander nicht mehr gepunktet. Ne? Also die haben auch eine ganze Reihe nicht gepunktet und die haben ja auch noch so ein bisschen eine Orientierung nach unten. Die sind da ja noch einen Ticken näher dran. Die müssen morgen noch ran gegen Leverkusen. Das ist auch nicht gesagt, dass sie da wirklich Punkte mitnehmen. Also ich glaube, die haben da auch gerade nicht so den geilsten Lauf ever. Aber wie gesagt, also ich tippe mal auf ein 1-0 für die Eintracht. Einfach hoffe ich drauf, dass wir dadurch dann noch die Chance nach oben hin noch gewahrt haben. Auf der anderen Seite, Köln ist für mich tatsächlich noch ein Club, den ich gerne nicht in Abwärtstrends schicken will. Also den würde ich noch gönnen. Ja. Wenn es für beide um nichts mehr geht, bin ich mit einer Punkteteilung dann auch am Ende sehr zufrieden. Ja. Okay. Ich wäre dann auch tipptechnisch bei einem 1-1 der nervigeren Sorte. So irgendwie so ein Spiel, was einem so richtig auf den Keks geht und am Ende nicht wirklich irgendwas Verwertbares weder für die eine noch für die andere Mannschaft auf dem Papier steht. Gut, aber es das heißt ja muss trotzdem... Muss ich auch gar nicht fragen, sind ja dann alle Spiele 15:30, ne? Ja, genau. Korrekt. 33, 34 Spieltag. Aber hey, im Endeffekt ist es dann trotzdem so, in der Hinserie haben wir gegen Köln, da war ja dieses unsägliche Spiel, wo wir geführt haben und dann noch verloren haben. Also wenn wir dann einen Unentschieden in der Rückserie nehmen, bin ich auch noch cool tatsächlich. Kann man irgendwie ganz gut mitleben, ne? Ja, sehe ich auch so. Ja, dann kommen wir jetzt zu lustigeren Themen. Wir müssen nämlich über den Dummschwätzer der Woche mal wieder sprechen. Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und bevor wir über die neuen Nominierten sprechen, müssen wir auflösen, wer denn unser Dummschwätzer der Woche geworden ist in unserer Abstimmung, die wir letzte Woche hier für euch eröffnet haben. Da hatten wir ja zwei Kandidaten. Marvin hat unseren ehemaligen Trainer und Langzeitfront Armin Fee in das Rennen geschmissen für seine wunderbaren Aussagen bei Sky 90 zu dem Thema Rassismus. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an die Ausführung. Und der Stefan hat als starken Gegenkandidaten Oliver Minzlaff ins Rennen geworfen. Oh ja. Diese wunderbare 100 Millionen, wir müssen das zurückzahlen, oh schade, wir kriegen es geschenkt, Story. Die ja so wunderschön auch als Märchen bezeichnet wurde. Und ich habe gerade eben die Abstimmung geschlossen und was glaubt ihr denn, wer das Rennen gemacht hat von den beiden? Minzlaff? Ja, und auch relativ deutlich. Auch getippt, ja. Oliver Minzlaff hat tatsächlich 72,2% bekommen. Das ist deutlich. Das ist deutlich. Ja, ist doch super. Aber verdient. Ich würde das jetzt einfach mal als verdient einsortieren, ne? Das muss man sagen, ja, definitiv. Nach wie vor eine extrem nervige
Thematik. Ja, wenn wir schon bei dem Thema Geld sind, dann geht es bei unseren Kandidaten, die wir diese Woche hier stehen haben, auch irgendwie um Geld. Und die Patricia hat hier mal zwei wunderbare Kandidaten aufgeschrieben. Wer ist denn dein erster Kandidat, den du ins Rennen schicken möchtest? Ja, da habe ich mich sehr gerne mit beschäftigt. Und der erste Kandidat wäre Thomas Müller. Wer hätte das gedacht? Der hat schon gewonnen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist sehr, sehr, sehr starker Anwärter. Und zwar hat er nach dem Pokal-Halbfinale, er hat sogar zwei dumme Aussagen gebracht. Also er ist quasi ein doppelter Kandidat heute. Wow. Der hat nach dem Pokal-Halbfinale ja erstmal gesagt, Bayern wäre ja überspielt, weshalb die zweite Halbzeit so schlecht war. Was halt gegen einen Gegner, der 7 Spiele mehr zu dem Zeitpunkt hat, ein bisschen unpassend formuliert ist, würde ich sagen. Ja, also vielleicht das war schon mal, das war Punkt 1. Ja, ich glaube, die Bayern hatten irgendwie 43 und wir haben 50, ne? Das war die... Ja, genau. Großartig. Und also auch nach dem Restart, also nachdem man eine Pause hatte, haben wir trotzdem mehr Spiele gehabt, einfach durch das Bremen-Nachholspiel. Deswegen war das ein sehr, sehr dummes Argument. aber davon hat er noch mehr. Und zwar ging es ja dann um eine andere Sache jetzt zuletzt am Wochenende, glaube ich. Hatte er sich ja geäußert zu Gehaltsverzicht und Transferpolitik und hat das ja quasi so ein bisschen in Verbindung gebracht und meinte, dass warum er denn auf Gehalt verzichtet, wenn im Sommer dann wieder für mehrere Millionen Spieler geholt werden. Das hat er halt auf die Frage eines Sky-Reporters, glaube ich, hin, was denn für Top-Transfers im Sommer die Bayern tätigen sollen, etc. Darauf hat er geantwortet mit eben diesem Argument, was erstmal okay ist, kann ja ein Kritikpunkt sein, hat dann aber, nachdem seiner Meinung nach die Medien wieder alles verdreht haben, am Sonntag oder so ein schönes Twitter-Video gepostet, in dem er sich gerechtfertigt hat, warum, was er denn gemeint hat und dass wieder alle Medien ihm das ja schlecht auslegen wollten und es gäbe ja gar keinen internen Streit bei den Bayern, obwohl Salihamidžić, finde ich, schon die Aussage leicht kritisiert hat in der Öffentlichkeit. Und ja, einfach dieses Rechtfertigungsvideo fand ich wieder ein bisschen daneben gegriffen. Aber es ist halt Thomas Müller. Da merkt man halt, man sollte ehrlich Thomas Müller erst gar nicht interviewen. Das wäre einfach ideal. So ist es. Das Problem war halt, dass er das Problem war einfach, dass er wieder gesagt hat, die Medien sind schuld an den Aussagen, die er ja so getätigt hat. Also er hat ja die zwei Themen miteinander verbunden und dass die Medien das dann auch aufgreifen und eventuell auch überspitzen. Na gut, er ist jetzt so lange in dem Business, ich glaube, er müsste das auch wissen. Sich dann wieder als Opferlamm dahinzustellen, finde ich ein bisschen schwierig. Oh, es ist so schlimm und es ist so unangenehm. Und ganz ehrlich, dieses Video von Thomas Müller, na, der kecke Bursche, ja, dieser kecke Bayer, ja, der kann ja mal, der Lausburm, der kann ja mal sowas sagen und so. Nee, ey, geh mir nicht auf den Sack. Ich muss echt sagen, dieses Twitter-Video war so unangenehm. Und ich würde anschließend daran, Patricia, das sind zwei sehr gute Nominierungen. Eine Doppelnominierung für Müller finde ich auf jeden Fall richtig. Kommt die Triple-Nominierung. Und zwar für Sky diesmal dann tatsächlich. Die dann wieder so tun, als wär Thomas Müller der allersympathischste Mensch auf Gottes grüne Erde. Oh, wir haben ihn doch alle lieb. Das ist so ein guter Typ. Hochintelligent. Bei allem Respekt. Wie niedrig liegt die Latte, dass Thomas Müller als hochintelligent gilt? Ich muss tatsächlich festhalten, dass der Typ nicht wirklich der smarteste ist. Und es ist ja auch vollkommen okay. Aber dass Sky so tut, als wäre das so ein ultimativ total krasser Typ, ja, nur weil er halt so sein Lausbuben-Gimmick, sein Münchner Lausbuben-Gimmick so durchzeckt, da muss ich echt sagen, schwierige Kiste. Und anscheinend gehöre ich zu dieser Minderheit, die sich nicht von dem uneinnehmbaren oder von unglaublichen Charme des Thomas Müller einnehmen lässt, aber da stehe ich dann halt auch zu. Also Sky ist auch ein ziemlicher, ja, Thomas Müller-Haufen. Martin, das ist erschreckend, weil jeden, den ich so in meiner Fußballbubble habe, ist normalerweise absolut unserer Meinung, also auch deiner Meinung, dass Thomas Müller einfach ätzend und seltsam und ein totaler, ja, einfach Unsympath dann auch ist. Aber anscheinend, wir merken immer, es scheint da draußen noch eine andere Welt zu geben, die natürlich die richtige Sicht hat. Und Thomas Müller ist da halt ein Superhero. Können wir jetzt leider nichts machen. Müssen wir mitleben. Verdient viel zu wenig. Und spielt zu viel.
Ja, es ist echt ein armes Schicksal, das der Mensch da hat. Also. Ja, und das Ding ist, was die Patricia auch angedeutet hat, der hat letztens einen Multimillionen-Euro-Vertrag in der Corona-Pause unterschrieben. Es ist nicht so, als würde er jetzt hier mega am Hungertuch nagen. Ich verstehe irgendwo diesen Ansatz, aber er tut halt so, als wäre das jetzt hier alles ein Riesendrama. Und du merkst halt schon, auch in seinen Aussagen, dass der Fußball halt schon ganz normal wieder seine Runden dreht. Und in Sachen Corona-Demut, da ist nicht wirklich viel zu merken. Es ist auch so ein Typ, weißt du, Thomas Müller ist halt derjenige, der mit so einem All Lives Matter T-Shirt zu einer Black Lives Matter Demo geht. Weißt du, dann weiß er halt. Sehr gut. Bin ich großartig. haben wir noch weitere Nominierungen? Da steht noch ein anderer Verein drin, über den wir heute auch tatsächlich schon gesprochen. Tatsächlich habe ich einen ganzen Verein nominiert. Ich kann das aber auch noch ein bisschen präzisieren. Also es geht um den FC Schalke 04, wie wir uns eventuell schon hätten denken können, die ja in der Vergangenheit sowieso ein bisschen negativ in Erscheinung getreten sind. Ja, Stichwort Härtefallantrag. Genau. Und jetzt zuletzt haben sie am Wochenende, glaube ich, war das auch, kam es zumindest raus, dass die Fahrer, die auf 450-Euro-Basis gearbeitet haben für den FC Schalke, die unter anderem die Jugendmannschaften hin und her gefahren haben und sonstige Kurierdienste, haben sie entlassen, weil sie sich es ja, Zitat, finanziell nicht leisten könnten oder das sich finanziell nicht auszahlen würde. Was schon mal für so einen Verein, der sich selbst als so Malocha-Verein darstellt und Fannähe suggeriert, schwierig ist. Und das Schöne war noch, dass Jochen Schneider, der Verantwortliche, sich dann noch bei Sky hingesetzt hat und versucht hat, das zu relativieren. Man würde ja die entlassenen Personen anderweitig integrieren wollen, das zumindest versuchen. Dieser Mensch aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und bis dieser Shitstorm auf Schalke niedergeprasselt ist, keine Pressemeldung rausging, was denn jetzt der Plan ist. Was heißt, ja, man wollte sich wieder selbst einfach nur retten aus diesem Shitstorm raus und hat dann gesagt, hey, wir haben doch einen Plan für die armen Leute, die wir jetzt entlassen haben. Ja, das war das Problem und deshalb generell der Schalke ist halt, hat sich generell jetzt ins eigene Fleisch geschnitten, schon wiederholt. Deswegen dachte ich mir, die haben sich die Nominierung redlich verdient. Sehr und verdient. Ja, auch Jochen Schneider in Person nochmal. Das hast du sehr gut beschrieben, denn ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie Schalke momentan herumdilettiert, ist echt unfassbar. Ne? Also ich meine, stell dir mal vor, wie das bei der Eintracht gewesen wäre. Ja, also mit der Härtefallregelung. Ja, okay, also sie können die Spiele der Eintracht nicht besuchen, aber warum wollen sie ihr Geld zurück? Begründen Sie das bitte besonders, warum sie das Geld zurückhaben wollen, dafür, dass wir ihnen keine Leistung geliefert haben. Ja? Das Ding ist, dass es halt genau so ein Verein ist wie Schalke, der sich ja so, weiß ich nicht, down to earth gibt immer. Es ist nicht, dass man sagt, okay, von Leipzig hätte ich es erwartet oder was weiß ich, von den Bayern würde ich auch noch Sachen erwarten, die nicht schön sind. Aber dass es dann halt Schalke ist, das sich wiederholt so verhält, finde ich halt schwierig. Man merkt ja auch, dass sich die Fans selbst da ein bisschen entfremden. Also ich habe jetzt schon öfter gelesen und gehört, dass sich da einige langsam nicht mehr wirklich mit identifizieren können, was ja auch irgendwie schade ist und image-schädigend. Ja. Das ist krasses, ne? Also Schalke-Fan zu sein, ist halt echt gerade nicht einfach. Erstens mit der Art und Weise, wie es gerade spielerisch läuft, dann hast du noch diese ganze Tönnies-Ding-Thematik, die ja nie wirklich mal ordentlich aufgearbeitet wurde und auch nie richtige Konsequenzen hatte. Jetzt diese Härtefallgeschichte, du weißt, dass der Verein eigentlich wirklich sich finanziell wahrscheinlich nicht leisten kann, weil sie die Kohle irgendwie seit Ewigkeiten rausgeblasen haben. Diese Nübel-Thematik, die ja auch irgendwie mehr als peinlich war, morgen die 5 Tore, die sie kassieren, und jetzt noch die Nummer, also Schalke-Fan zu sein, das ist gerade echt nicht einfach, glaube ich. Nee, das ist echt schwierig. Das ist richtig, also, ja. Gute Nominierung, Patricia. Ich bin mal gespannt, was die Damen und Herren, die uns jetzt hier zuhören, wählen. Dennis, einen noch von irgendwas? Vielen Fällen, der in Schalke nicht gut läuft, nochmal gut dargestellt, ja. Nee, tatsächlich würde ich sagen, also von meiner Seite aus sind das drei, beziehungsweise Thomas Müller ist ja doppelt nominiert. Das wäre auch tatsächlich meine Nominierung gewesen, Thomas Müller. Dementsprechend schließe ich mich da nur mit an. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und schaue mal einfach mal, was hier
was hier die Abstimmung dann bringt. Außer René hat natürlich noch jemanden. Ich habe keinen aktuellen und finde die drei, die da stehen, mehr als gerechtfertigt und bin echt gespannt, wer da den Sieg für sich einheimsen kann. Also ich würde mich da ernsthaft schwer tun, mich dafür einen entscheiden zu können. Sehr gut. Wobei Thomas Müller hat es schon eigentlich immer verdient. Ja, aber Sky auch. Sky auch. Schalke ja. Sowieso. Ja, mit denen habe ich fast, also bei der bin ich schon fast wieder auf dem Punkt Mitleid. Das ist so ein bisschen das ja, Thema. Aber, also ich habe schon ja, fast ja, also, Mitleid. Es geht ja nicht, es geht ja um Schalke als Verein. Die Fans tun mir aktuell auch leid, ne? Und ich ganz ehrlich, es wäre gerade, also ganz ehrlich, stell dir mal vor, ne? Patricia hat ja gerade gesagt, du bist momentan Schalke-Fan. Ne? Ich meine, wir haben ja gerne und gut darüber gelacht, dass die Herthane momentan zwischenzeitlich so Dilettantenstadel da haben. Jetzt haben sie so Nullpeilix wie hier den Lehmann, der jetzt die sportlichen Geschicke da leitet. Ja, aber Schalke ist nochmal eine Dimension auch der finanziellen Misere. Da kommt echt wow, viel zusammen momentan. Ich meine, wenn du überlegst, dass die genötigt sind, da immer weiter zu spielen und schon den armen Kerl, der momentan wahrscheinlich weniger Geld verdient wegen Corona, da anzubetteln, dass er doch bitte vielleicht sein Geld erst irgendwie später zurückbekommt oder vielleicht gar nicht, das ist schon eine Nummer, ey. Ja, allein dieses Ding zu machen, ich meine, es gibt genügend Fans, die einfach von sich aus sagen würden, so nach dem Motto, ey, wisst ihr was, ich will meinem Verein irgendwie unterstützen, auch wenn ich nichts dafür kriege, ich fordere das Geld nicht zurück, aber die dann auch noch in diese Richtung zu drängen, also so dämlich kannst du halt echt nicht sein eigentlich. Ja, definitiv. Naja, gut, also, ja. Gute Auswahl. Alle verdienen. Nein, sehr alle, gut. Alle verdienen. Patricia, für deine erste Sendung auf jeden Fall schon mal zwei Granaten hier ausgepackt. Schauen alles mal. Rausgehauen. Also, man muss sich ja auch irgendwie beweisen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr geht auf unsere Seite eintracht-podcast.de, geht dort auf die aktuelle Folge, das ist die Nummer 399. Und dann klickt ihr da mal in diese Abstimmung rein und entscheidet, wer für euch von diesen drei Kandidaten der Dummschwätzer der Woche ist. Ja, und dann werden wir in der nächsten Woche auflösen, wer es denn geworden ist. Mhm, super. Ja, und jetzt ist schon ein bisschen Zeit vorangegangen und wir haben hier schon so ein bisschen Themen und eigentlich wäre jetzt die Stelle, wo wir über die Saison von vor 20 Jahren sprechen. Ich habe aber gerade die grandiose Idee, ich lobe mich da gerade selbst so ein bisschen dafür, wir feiern ja nächste Woche die 400. Folge und was könnte es Schöneres geben, dort diese Saison abzuschließen mit dem 34. Spieltag, um zu sehen, ob die Eintracht in der Saison 99-2000 den Klassenerhalt geschafft hat. Sehr gut. Ich habe es dir übrigens auch gerade geschrieben, aber ich finde es gut, dass du die Idee unabhängig von dem Chat hattest tatsächlich. Ja. Aber du bist ein Hellseher. Das mag ich ja auch an dir. Genau, ja? Ich bin ein Hellseher und wir haben auch noch ein paar Empfehlungen und wir haben auch eine gute Tat der Woche. Von daher schieben wir diese Rubrik auf nächste Woche und machen jetzt einfach weiter mit den Empfehlungen, bevor wir dann die Sendung gleich mit einer guten Tat der Woche beenden. Ich suche, während ich rede, den Jingle für die Empfehlung und der ist genau hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, dann steigen wir mal ein in die Empfehlungen. Genau, und mit Patricia, die darf ja auch gleich noch empfehlungstechnisch sich mal so richtig austoben. Wir haben auch wieder zwei Hörerempfehlungen bekommen, über die ich mich beide sehr, sehr gefreut habe. Wir haben nämlich einmal eine Empfehlung bekommen von dem Dominik. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch doch sicherlich noch dran, wir haben vor 30 Folgen, irgendwie sowas war es, glaube ich, roundabout gebaut, über die Fußballfibel zum FSV gesprochen. Yes, ja, genau, mit der Franziska. Mit der Franziska, genau. Und es gibt jetzt eine Fußballfibel zur Frankfurter Eintracht. Die hat nämlich der Dominik geschrieben und die ist jetzt beim Kultocon Verlag
verfügbar für 12,99 €, kann käuflich erworben werden. Gibt es auch bei Amazon. Er hat mir aber geschrieben, da besser nicht kaufen, weil die behalten sich irgendwie 60% vom Verkaufspreis ein. Also von daher, wenn ihr das Ding kaufen wollt, dann bitte direkt beim Verlag. Es sind wunderbare Geschichten drin von Fjordhoff, von Yeboah, von Meyer. Er hat sich da richtig viel Mühe gegeben. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ihn auch mal kurz in die Sendung, dann kann er uns selbst auch nochmal so ein paar Highlights vom Zusammenschreiben erzählen. Ich fand es auf jeden Fall toll, dass es das Ding jetzt gibt. Ihr könnt es, wie gesagt, beim Verlag für 12,99 € käuflich erwerben. Ja, du haust sicherlich dann den Link nochmal dazu, dass die Leute auch dann direkt sehen, ne? Hervorragende Idee, Dennis. Das ist ja total gut. Wir sind hier ja independent, mehr oder weniger. Wir verdienen trotzdem kein Geld. Aber wir sind independent. Das heißt, wir können wild mit den Links um uns schmeißen. Patricia weiß, bei Fußball 2000 war das alles ein bisschen schwieriger, ne? So allerdings, ja. Ja, nee. Das ist, wir hauen hier mit den Links nur so um uns, dass euch schwindelig wird. Genau, und dann haben wir noch eine zweite Hörerempfehlung. Die kommt diesmal von dem Benjamin. Er hat mir nämlich geschrieben, er ist Eintracht-Fan und er macht zu seinem Leidwesen mit einem HSV-Fan zusammen einen Podcast, inspiriert durch uns, weil er uns so lange zugehört hat, hat er jetzt selbst angefangen, einen Fußball-Podcast zu machen mit dem wunderbaren Titel Die Wahrheit, mit V-A-R großgeschrieben, liegt neben dem Platz. Und es geht eben auch um alles, was, ja, wie der Titel schon sagt, abseits des Platzes so passiert. Und ja, es sind ein paar Folgen zusammengekommen. Ich selbst habe noch nicht reingehört, aber natürlich, wenn wir der gedankliche Urvater des Ganzen mit sind, dann müssen wir es einfach empfehlen. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Gute Idee. Muss ich mal reinhören. Mhm. Yes. Auch da gibt es natürlich den Link bei uns dann in den Shownotes. Und jetzt hat der Dennis noch eine weitere Hörerempfehlung dazu geschrieben. Keine Ahnung, nein, wie das herkommt. War der Marvin. Marvin, okay. Glaube ich. Ja. Genau, ich habe noch eine Empfehlung dazu geschrieben und zwar, es hat uns das auch heute Mittag erreicht, wie ich gesehen habe. Es gibt einen Podcast zu Uri Jalloh, wer sich das vergegenwärtigt, wer vielleicht in der aktuellen Black Lives Matter Situation ein bisschen drin ist. Uri Jalloh ist jemand, der, ja, so behauptet die Polizei, die dort ansässige Polizei selbst verbrannt ist in seiner Zelle. Die ganze Sache wird ein bisschen näher aufgeleuchtet bzw. beleuchtet dort in dem Podcast. Ich konnte selber noch nicht reinhören, habe aber sehr, sehr viel Positives gehört. Das war ein Fall damals in Dessau und da wird wirklich mal genauer beleuchtet, was war damals Sache, ist das so wirklich so und die ganzen Hintergründe, die wurden uns empfohlen, beziehungsweise der Podcast wurde uns empfohlen von Deron93, also der Ron93, ein Eintracht-Podcast-Hörer, einer der ersten Stunde, muss man tatsächlich sagen, lange schon dabei und vielen Dank an dieser Stelle. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Sehr gut, Marvin. Mhm. Ja, also ich habe noch eine Empfehlung, die habe ich ja letzte Woche rausgenommen aufgrund der Empfehlung, die du gegeben hast, weil ich gedacht habe, es passt thematisch nicht, ist jetzt auch gerade thematisch nicht so ganz im Flow, aber ich haue sie jetzt trotzdem raus. Im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar tatsächlich mal wieder ein Computerspiel. Also gibt es für PC, oha, PlayStation und ich spiele es gerade auf der Switch. Und zwar heißt das Spiel Slaps and Beans und es geht genau um das, nämlich um Schläge und Bohnen. Und an was erinnert euch das, Schläge und Bohnen? Bud Spencer wahrscheinlich. Bud Spencer und Terence Hill, genau. Das ist ein ehemaliges Crowdfunding-Projekt von ein paar Entwicklern, die halt quasi die Story all der Bud Spencer und Terence Hill-Filme in verschiedene Level in dieses Spiel gepackt haben. Es ist mit dem Original-Soundtrack. Und allein, wenn man das Ding anmacht und diese Soundtracks hört, für jemand, der damit groß geworden ist, ist es einfach sowas von großartig. Also ich habe bestimmt 20 Minuten. Das gibt es auch für die Switch. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten allein nur im Menü verbracht, um mir die Musik anzuhören. Also echt großartig. Wie gesagt, du hast halt quasi so die verschiedenen Level, sind halt immer Teile der Filme, wo du von irgendwie Western in Fernsehstudio zu dem Buggy und so weiter dich halt quasi so von links nach rechts durcharbeitest und die Schergen dann da verkloppen musst. Macht immens viel Spaß. Ist teilweise absurd teuer. Also muss man so ein bisschen drauf gucken und gibt es immer mal wieder im Angebot. Aber teilweise echt, weil wenig Angebot anscheinend, absurd teuer. Aber haltet da einfach mal die Augen auf. Ich finde es extrem gut. Und wer da großer Fan ist und da ein bisschen Zeit verbringen möchte, für den ist es, glaube ich, auf jeden Fall was.
Aber René, eine Frage, ist das ein Fanprojekt oder ist das tatsächlich über einen richtigen Anbieter, nenne ich es jetzt das mal? Das ist ein richtiger Anbieter, wie gesagt, die haben das damals gecrowdfundet. Du konntest damals halt quasi das Ding schon vorab kaufen. Das ist auch offiziell lizenziert und gibt es eben offiziell für Switch, PlayStation, PC, kannst du es, glaube ich, über Steam kaufen. Gut, okay, dankeschön, ja. Werde ich mir auch mal angucken. Yes. Patricia, hast du noch was? Nö, ich belasse es bei euren Empfehlungen. Ich habe nichts. Was zockt ihr eigentlich gerade? Ihr spielt doch auch öfter mal, ne? Ja, tatsächlich, aber momentan, also ich bin gerade komplett raus. Ich spiele Animal Crossing manchmal auf der Switch. Ja, da bin ich auch dabei. Ja, ansonsten, Chris spielt FIFA und Madden und COD und was man so spielt. Das sind, glaube ich, die drei Spiele, die sich so abwechseln. Aber ich bin da bei Animal Crossing auf meiner Insel und angel ein paar Fische. Vollkommen sehr meditierend. Sehr meditierend gerade. Ich habe auch mal wieder angefangen. Super. Ja. Geil. Hast du noch was, Marvin? Sehr gut. Nein, alles gut. Ich bin wunschlos glücklich. Ich bin auch wunschlos glücklich. Sieht gut aus alles, ja. Dann machen wir zum Abschluss noch die gute Tat der Woche. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Nett zueinander und habt euch lieb. Bevor wir jetzt zur eigentlich großen guten Tat der Woche kommen, gibt es noch eine kleine gute Tat der Woche, die ich hier erwähnen möchte. Und zwar hat unser allseits beliebter Jingle-Mensch der Rufen wieder zugeschlagen, nachdem sich Dennis mehrmals beklagt hat, dass es noch keinen Jingle für die Rubrik Umwelttipps mit Dennis gibt. Haben wir jetzt tatsächlich einen bekommen? Wir können ihn heute aber nicht abspielen, weil Dennis leider keinen Umwelttipp vorbereitet hat. Hätte ich das mal vorher gewusst. Deswegen ein bisschen Mist, Pressure on you, Dennis. Nächste Woche Umwelttipp. Ist die Hausaufgabe. 400. Folge auch noch, meine Güte. Ja, okay, gut. Ich werde die Hausaufgabe sehr ernst nehmen. Das will ich doch sehr hoffen. So, und jetzt kommen ich freue mich schon drauf. Zur eigentlichen guten Tat der Woche. Wer hat die eingetragen? Ich glaube auch Patricia, ne? Dann schieß los. Also es geht um Marcus Rashford von Manchester United. Und der hat jetzt in der Corona-Krise einen offenen Brief an die britische Regierung geschrieben. Und zwar dort bemängelt, dass Kinder aus bedürftigen Familien jetzt, da die Schulferien dann zu Ende sind, keine Essensgutscheine mehr bekommen. Also das Essen in den Schulen auch wieder bezahlen müssten. Hat selbst gesagt, dass er aus ärmeren Verhältnissen kommt und weiß, wie es ist, auf das Schulessen angewiesen zu sein. Und tatsächlich hatte das Erfolg. Und im Endeffekt hat die britische Regierung das jetzt bewilligt, dass bestimmte, ich glaube 1,3 Millionen betroffene Kinder auch nach den Ferien jetzt kostenloses Schulessen erhalten werden. Und das ist doch mal eine gute Sache und die Reichweite auch gut eingesetzt, finde ich. Ja, prima. Hatte er nicht auch zusätzlich über irgendeine Stiftung auch noch irgendwie Geld gesammelt für bedürftige Familien? Ich meine, da auch noch irgendwas gelesen zu haben. Das kann gut sein, ja. Ja, also der setzt sich da richtig ein, das ist echt gut. Echt ein geiler Typ, aber cool. Das ist, ich hatte es auch wieder vergessen, weil ich hatte es irgendwie so quer gelesen, aber ich finde es super, wenn Leute mit ihrer Reichweite und natürlich auch, dass einfach gute Fußballer sind, da ein bisschen was machen und das zahlt sich dann echt schon aus. Muss ich echt sagen, eine richtig gute Angelegenheit. Schöner Tipp. Ja, sehr schön. Auch da, wie Patricia gesagt hat, die Reichweite mal genutzt und da auch ein bisschen Druck auszuüben und Aufmerksamkeit auf so wichtige Dinge zu bringen. Gerade England in der aktuellen Situation ja auch mehr als gebeutelt. Ja, noch krass. Also auf jeden Fall wesentlich krasser getroffen als wir tatsächlich. Auch wenn es da jetzt ja auch bald, ich glaube, geht es ab Freitag weiter mit der Premier League auch schon bald, ne? Ab 19, Ich glaube Freitag, ja. Ja. Naja, gut. Diese Woche aber waren irgendwie Testspiele und ab Freitag dann normaler Liga-Betrieb. Das wird auch noch interessant zu sehen, wie das dann dort umgesetzt wird. Okay.
Na gut. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen... Ganz kurz, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich wollte es eigentlich erst nicht nennen als Empfehlung und so weiter, aber der aktuellen Lage gegeben, Corona-App... Ich weiß nicht, wie ihr alle dazu steht. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sagt, oh, sowas will ich mir nicht aufs Handy ziehen, weil ich einfach trotzdem diese datenschutzrechtlichen Bedenken habe. Ich würde mich freuen, wenn es sehr viele nutzen, weil es wahrscheinlich wirklich ein gutes Hilfsmittel sein kann, gerade falls wir doch nochmal in eine zweite Welle rutschen sollten. Man sieht ja jetzt doch in einigen Ländern leider wieder steigende Zahlen. Drücken wir einfach mal die Daumen, dass wir verschont bleiben. Trotzdem auch an der Stelle nochmal die Bitte, es ist nicht viel Aufwand, es ist sehr einfach einzurichten. Die Datenschützer gucken sehr intensiv mit rein. Die Codes wurden, glaube ich, ja auch größtenteils zumindest offengelegt. Also, komplett offen, ist komplett Open Source Entwicklung. Ist sogar komplett Open Source, siehst du. Also dementsprechend bitte wir bedenken, so weit wie möglich zurückstellen. Wäre schön, wenn auf dem Weg zumindest der ein oder andere frühzeitig sich dann auch selbst testen lassen kann und nicht noch weiter als Verbreiter sozusagen fungiert. Aber wie gesagt. Dann gebe ich dazu auch noch ein Statement ab. Wenn ihr da draußen euch in WhatsApp-Gruppen darüber beschwert, dass ihr eure Daten nicht in dieser App irgendwie teilen wollt, dann seid ihr Teil des Problems. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja. So, ich fühle mich unter Druck gesetzt, aber ich habe die eh schon. Seit heute Morgen. Du hast dich auch in unserer WhatsApp-Gruppe nicht beschwert. Also von daher ist alles gut. Nee, aber ich habe die ja eh schon. Also ich habe die ja heute Nacht auch mal, also gleich heute Morgen runtergeladen. Ich bin ja früh aufgestanden. Insofern, ich bin mal gespannt, weil morgen... Morgen gibt es ja schon die ersten, ich glaube nach 24 Stunden wird die erste Ermittlung irgendwie mal vorgenommen und so. Da bin ich echt mal gespannt. Ne? Ja gut, ist ja auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie viel Kontakte tatsächlich da auch eingesammelt worden sind. Die sind jetzt bei mir in meinem Homeoffice, halten die sich sehr zurück. Ja, also aber das ist ja der Punkt, René, dass das System nur funktioniert, wenn viele Leute es nutzen. Deshalb einfach schön, wäre schön, wenn viele Leute es installieren. Klar, wenn es viele nutzen und auch gerade in der jetzigen Situation eben dadurch, dass wir ja so wenige Fälle haben, um eben diesen Anschlag wieder zu vermeiden, ist es ja sogar noch wichtiger, als wenn wir viele Fälle haben, eben um dann diese kleinen Brandherde, wenn dann da wieder was kommt, auch frühzeitig irgendwie entdecken zu können. Und das könnte eben auch ein Mittel zusammen mit anderen Konzepten sein, um einen halbwegs geregelten Sommer ohne größere Einschränkungen vielleicht sogar zu haben. Hm, so sieht's aus. Also, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann habe ich jetzt auch noch einen Vorschlag, und zwar nämlich auch eine gute Tat der Woche tatsächlich. Und wir denken immer viel an Menschen und wir reden viel über Menschen, aber es gibt auch Tiere. Haha, jetzt komme ich wieder mit meinen Tierthemen. Und zwar gibt es eine App, eine wunderbare App, die heißt Feed a Dog. Und zwar kann man da, also wenn man die runterlädt, kann man direkt gucken, das ist auch zertifiziert, das geht nicht an kriminelle Marvins, die sich die App gebastelt haben und wollen jetzt ihr Taschengeld aufbessern, sondern es geht tatsächlich konkret an einzelne Futterspendestationen. Kannst du die Tiere auswählen, kannst du gucken, wo gerade für gespendet wird. Hier zum Beispiel ein würdiges Leben für Hunde mit Handicap. Und dann kann man einfach mal einmal Futter spenden. Ist gar nicht teuer, ja, kann man entweder einmal oder regelmäßig machen. Und wenn man gerade ein paar Euro zu viel hat und vielleicht selber keinen Hund sich leisten kann, aber die ganz gerne streichelt und denkt, ach, jetzt würde ich aber ganz gerne einem Hund mal was Gutes tun, dann kann man das auf jeden Fall tun. Man kann übrigens auch nach regionalen Präferenzen filtern. Beispielsweise habe ich jetzt die App geöffnet und kann jetzt dem Tierschutzverein Rüsselsheim einfach mal ein bisschen was spenden. Muss auch gar nicht viel sein, das reichen auch kleine Hilfen. Wir haben hier viel in Frankfurt beispielsweise, Tierschutzverein in Schwalbach ganz in der Nähe. Wenn man da mal vorbeigehen will, kann man das auch tun. Also insofern einfach die App Feed a Dog und du hast was Gutes getan für diejenigen, die man ja auch ganz gerne mal sieht, wenn sie irgendwo rumlaufen. Oder prima. Sehr schön. Jetzt haben wir ein vollumfassendes Gedenken an Mensch und Tier. An Mensch und Tier denke ich hier. Also es ist ein vollumfassender Podcast. Ja. Sehr schön. Na gut. Dann würde ich sagen, haben wir es erfolgreich für diese Woche hinter uns gebracht, hier eine vollumfängliche Folge abzuliefern. Wir streiten uns gleich noch intern so ein bisschen über den Sendungstitel. Vorher sagen wir danke an Patricia, dass du heute mit dabei warst. Sehr gerne und danke, dass ich dabei sein durfte. Jederzeit wieder gerne. Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut, war echt cool und ich glaube, das machen wir jetzt öfter. Super. So ist es. Ja, morgen Spiel gegen Schalke mit hoffentlich vielen Toren und vielen Punkten für uns. Am Samstag dann Köln und wir melden uns in der nächsten Woche in
gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 es geht einfach.